Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Samstagabendstream mit eurem lieben Uli Nato. Und was sehen meine entzündeten Augen da? Das ist ja unglaublich. Das sind jetzt schon 20 Leute oder 21 Leute. WTF, Freunde, was ist los mit euch? So, GZ zur Gildengründung. Wir müssen nur noch mehr werden. Sebastian, ich bin fast die ganze Woche alleine. Und das liegt natürlich nicht daran, dass die Gilde... Genau, ich habe noch gar nicht gefragt, wie sind Bild und Ton? Könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören? Habt ihr Bild, habt ihr Ton? Aber ich sehe jetzt gerade schon, Bild und Ton sind offensichtlich 1A, das freut mich sehr. Wir brauchen alles, Mirko, wir brauchen Tank und Heiler. Und Sebastian meint, er ist die ganze Woche alleine on, wenn er mit dem Char spielt, der in der Gilde ist. Aber das hat natürlich einen Grund, ist doch klar. Das liegt daran, dass viele natürlich ihren Zweit- oder Dritt-Char auf dem Server gemacht haben und in unserer Gilde sind. Und dann, wenn sie halt selber spielen, wenn ich nicht da bin, spielen sie natürlich ihren Erst-Char. Solange ihr gerade abonniert, cooler Streamer. Vielen, vielen Dank, lieber Daywalker. Warte mal kurz, ich glaube, ich habe den Ton noch gar nicht an. Ich habe den Sound gar nicht gehört. Vielen Dank, lieber Daywalker, für dein Abo, voll krass, schon 2 Monate, lieber Sascha, vielen, vielen Dank für dein Abo. So, jetzt werde ich erstmal alle Leute begrüßen, die jetzt da sind, die erstmal geschrieben haben, und zwar der Lars ist da, Xefir, dann Sonnenschein72, das ist die Daniela, dann der Mirko ist da, der Sebastian ist da, Rukizuki12345, ZeroBoyHL ist da, das ist der... Moment, der liebe Thomas, wunderbar, denn Ensidele ist da, auch mal wieder, glaube ich, seit längerer Zeit ist Ensidele mal wieder da, das finde ich extrem geil, der Micha, habe ich glaube ich schon eine Weile nicht mehr gesehen, dann die Jeanette ist auch da, Schneewittchen, krass, wie kommt das denn, die Jeanette, die nimmt nie die Lounge-Einladung an bei WoW. Oder ich verwechsel sie. Ich glaube, es kann sein, dass ich sie verwechsel oder es kann sein, dass sie es nicht annimmt. Auf jeden Fall war die Jeanette schon eine Weile nicht mehr da. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Dann Faster GR ist da. Gucke ich mal kurz, ob ich den Namen auch auf dem Zettel habe. Ja, das ist der Hans. Ja, cool. Der liebe Hans, ja. Der war, glaube ich, beim vorletzten Stream da. Ist dann, glaube ich, mitgelaufen. Irgendwie so ein Ding war das. Dann Bavarian Bandit ist da. Den kennen wir, glaube ich, auch seit letzter Woche. Dann Mirko meint, er kann einen Tank hochziehen. Hab 12 Monate Amazon Prime bekommen als Azubi. Oh, wie geil. Cool. Und Jeanette meint, ich hatte viel zu tun, Umzug und alles. Launcher-Einladung, davon weiß ich, um ehrlich gesagt zu sein, gerade nichts. Ich werde es dir gleich mal zeigen. Ich habe das Spiel noch gar nicht hochgefahren. Kann auch sein, dass ich dich verwechsel. Aber ich habe irgendwie immer so im Hinterkopf gehabt, dass du das bist. Aber es kann auch sein, dass ich dich verwechsel. So, Freunde. Jetzt werde ich erstmal... Habe ich schon alle begrüßt? Warte mal, das ist nicht das. Das ganze Ding ist komplett neu jetzt hier. Hier. Nee, das sind die Top-Cheerer. Ich kann das jetzt gar nicht mehr sehen, wer hier gerade online ist. Ach hier, warte mal, so. Was ist das? Ich habe leider das neue Twitch-Backend eingeblendet. Ich kann jetzt nicht genau sehen, wer alles im Stream ist. Demzufolge kann ich nicht sehen, wer gerade nur am Lurken ist und wer nicht schreibt, Freunde. Ich begrüße ja immer voll gerne die Leute, Moment, ich muss das nochmal ändern, Freunde. Ich will das so nicht haben. Ich möchte das alte Twitch-Backend haben mit dem alten Chat. So, Freunde, dann erzählt mir doch mal so ein bisschen nebenbei. Ich hatte zuletzt wenig Zeit gehabt, wenn du gestreamt hattest, meint Ensidele. Aber jetzt ist es ja am Samstag. Lieber Micha, jetzt ist es nicht mehr am Freitag. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wahrscheinlich hast du es in dem einen Video gesehen. So, jetzt werde ich hier wieder einen auf... Hoffentlich kriege ich jetzt mein altes Creator-Dashboard. Ah, sehr gut. Ich habe mein altes Creator-Dashboard wieder. So, ah, sehr gut. Sehr gut. Ich bin gerettet. Jetzt gucke ich mal kurz. Users in Chat. Ja, das ist der Button, den ich haben will. Freunde. Das ist immer so an der Webseite, wenn was geändert wird, was neu gemacht wird. Manchmal ist das nicht besser, sondern manchmal ist das
wesentlich beschissener als vorher. Und das ist ganz oft so bei den Sachen, an die man sich voll gewöhnt hat. Kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwie, bei YouTube gibt es ja aber zum Beispiel auch manchmal neues Design und so, und das wird dann immer voll gehasst am Anfang. Und das geht mir auch so. So, jetzt begrüße ich nochmal alle Leute, die ich bisher nicht begrüßt habe. Air Max 1983 zum Beispiel ist noch da. Weiß nicht, ob du schon was geschrieben hast. Das ist der Ben. Dann Fastagers der Hans. Ich, dann Heffernan 1994 ist da, glaube ich, ein neuer Zuschauer, vermute ich. Magneto 22 ist da. Raab 68 ist da. Ulrike 92 ist da. Ich vermute mal, die junge Dame heißt Ulrike. Dann VNK ist da. Virgoprotz ist da. Xefi ist da. Und Janette ist da. Und Zeroboil ist da. Und wie gesagt, das ist der Thomas. So, jetzt sind wir wieder voll am Start, Freunde. Ein bisschen spinnt noch rum. Ich sehe hier 23 Zuschauer, aber bei den Chat-Teilnehmern sehe ich viel weniger. Aber egal, Hauptsache der Stream läuft. Ich habe jetzt einen leeren Chat, deswegen müsst ihr jetzt mal ganz viel schreiben, damit ich das Gefühl habe, da geht was. Weil ich habe jetzt hier den Chat gerade geleert, weil ich ja das Interface umgestellt habe. Das heißt, schreibt mir doch mal alle kurz ein Herz, damit ich mich nicht so einsam fühle. So, und jetzt zeige ich mal kurz nochmal, was ich eben gemeint habe mit der Jeanette. Hier seht ihr ja in Lounge einladen. So, und dann lade ich immer hier die Leute ein, die nicht annehmen, beziehungsweise die ich nicht angenommen habe. Das ist dann immer so ein Ding. Ich weiß dann nie, habe ich den schon eingeladen oder hat er jetzt schon zum 10. Mal abgelehnt? Ist mir wurscht. Ich lade die Leute trotzdem immer wieder ein. Wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch schon mitbekommen haben. Und da ist eben ein Name dabei. Oh, da kommen sie, die ganzen Herzen. Das ist aber voll lieb. Mischni ist auch da. Hallo, lieber Mischni. Du hast mich heute schon im Spiel angewispert, ganz kurz. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier ist ein Name. Dracker, glaube ich. Dracker, ich glaube, Dracker bist doch du, Jeanette, oder? Irgendeiner von diesen Namen, die so ähnlich klingen, habe ich immer und immer wieder eingeladen und derjenige hat nie angenommen. Und da war ich mir nicht sicher. Da habe ich dann gedacht, ist das die Jeanette? Haben wir der was getan? Ist die böse auf uns? Ja, du bist Dracker, gell? Kann aber auch sein, dass es noch ein anderer Name ist. Irgendwie einer, der so ähnlich klingt. Ihr wisst ja, mit Namen. Mit Namen bin ich schon bewandert, aber eben nicht so, dass ich permanent. Ah, okay, du warst selten online, dann hast du wahrscheinlich deswegen nicht angenommen. So, Freunde, und Schmopo No ist auch da. Den kennen wir seit letztem Mal, den habe ich eben in meine Excel-Tabelle eingeordnet alphabetisch. Deswegen weiß ich den Namen auch noch aus dem FF. Ich gucke trotzdem nochmal drauf, damit ich es nicht verkacke. Aber das ist der liebe Michael. Hallo, Michael, schön, dass du da bist. So, Freunde, und jetzt werden wir World of Warcraft Classic spielen. Ich habe so ein paar fiese Sachen schon erledigt, die so ein bisschen nervig sein können. Aber ich habe nicht weit vorgespielt. Keine Sorge. Ich habe nur Kleinkram erledigt, damit ich den armen Sebastian nicht mit dieser Kacke wieder nerven muss. Und zwar, den lade ich jetzt erstmal ein. Ich gehe mal davon aus, dass er wieder mitspielt heute. Ah, da ist er. Sebinator, ich lade ihn ein. Warte mal, Freund hinzufügen. Ja, können wir natürlich auch machen. Nee, das will ich. Ich will ihn in die Gruppe einladen. So. Wir sind ja schon längst Freunde. Und jeder, der mitspielen will, der kann mich auf jeden Fall anwispern. Ja, hier im. Ich zeige es nochmal schnell. Ich habe auch meine Webseite übrigens repariert. Ich zeige es euch kurz. So. Ist jetzt alles ein bisschen hektisch. Aber schaut mal hier, wenn ich das Ding jetzt rüberziehe. Camp Small. So. Wenn ich das Teil jetzt rüberziehe und groß mache, dann passt sich jetzt die Seite automatisch an die Auflösung an. Und jeder, der jetzt neu dabei ist, für den gilt das, was für alle gilt. Ihr könnt mir jederzeit eine Einladung schicken oder eine Freundschaftsanfrage, ein Sentai Raute 2536. Ich nehme jeden sofort an und werde ihn dann auch in die Ulinator Lounge einladen. Ja, so sieht die Sache aus. Und dann verpasst ihr nichts, dann sind wir immer schön zusammen. So. Hab mir gerade einen Char auf Dragon's Call erstellt. Dann schreib mir einfach an. Schreib mich einfach an und dann lade ich dich in die Gilde ein. Heute können wir Deadmines machen. Das habe ich mir auch überlegt. Das wäre auch heute mein Plan gewesen. Wir gehen heute in die erste Instanz von Classic, die wir zusammen sehen.
Andere haben Ragnaros gelegt, wir gehen heute in die Todesminen. So sieht es bei uns aus. So, und wie gesagt, jeder, der möchte, kann in die Gilde und kann auch hier in die Gruppe. Und Jeanette, wisper mich einfach an, dann lade ich dich ein. Warte mal, ich guck mal kurz, vielleicht finde ich dich auch so. Dracker, das ist, glaube ich, Dracker. Ich weiß nicht, ich kann dich so nicht in die Gilde einladen, glaube ich. Ich muss mal schauen. Vielleicht mit O, Taste O, Gilde und dann hier neues Mitglied. Dann würde ich sagen, mache ich mal diesen hier. Aber ich vermute, das geht nicht. Dracker wurde nicht gefunden. Eben, du musst online kommen und dann, wenn du auf dem Server bist, dann kann ich dich einladen. So, weißt du, wann WoW Geburtstag ist? Wir können gleich mal zusammen in den Kalender gucken, Freunde. Und dann schauen wir. Aber ich habe ja gerade gesagt, ich habe schon so ein paar lästige Dinge erledigt. Ich habe zwei Dinge erledigt und zwar erstens hatten wir noch eine Quest offen. Da wird sich der Sebastian jetzt freuen. Wir hatten noch eine Quest offen mit Hafersäcken aufsammeln. Da hatte ich nachdem ich das jetzt den zweiten Stream durchgezogen habe, hatte ich immer nur 4 von 8 Säcken. Das habe ich heute Nachmittag erledigt, damit wir diese scheiß Säcke nicht nochmal suchen mussten. Und dann hatte ich noch irgendwie was mit einer Uhr, die ich finden musste. Die habe ich auch schnell gemacht. Und dann war ich beim Lehrer, ja, beim Lehrer in Stormwind und auch beim Tierlehrer. Also das heißt, wir müssen hier, und ich habe sogar Patronen gekauft, Freunde. Also mit anderen Worten, ich habe mich einfach hier auf den Stream vorbereitet, damit wir keine Zeit sinnlos verballern mit so Kleinkram. Hier, schaut, mein Beutel ist, oh, jetzt fehlen trotzdem noch 200. Egal, mein Beutel ist auf jeden Fall voll, Freunde, wir können einfach loslegen. So, und jetzt hat der Michael Bavarian Bandit hat gerade abonniert. Vielen Dank, Bavarian Bandit. Ihr wisst, immer wenn ich ein Abo kriege, mache ich das Bild groß und mache dann diesen hier und werde mich hier immer schön bei euch bedanken. Vielen Dank für dein Abo, lieber Bavarian Bandit. Und an alle anderen, die es auch wollen, in dem Moment, wenn ihr bei Amazon Prime seid, falls ihr es noch nicht wisst, dann habt ihr jeden Monat ein Gratis-Abo bei euren Prime-Ding. Das heißt, da könnt ihr einen Streamer eurer Wahl und so weiter unterstützen. Ich mache es aber auch nicht immer. Ich vergesse es manchmal. Ich mache es ab und zu und dann immer wieder fällt mir auf, oh scheiße, ich hätte es ja schon längst wieder machen können. Deswegen kurz die Erinnerung. Hast also alles dabei? Genau, ich habe alles dabei. Ich habe alles dabei, Dani. Du musst mich nicht dran erinnern. Und was ich auch noch gedacht habe heute Mittag, als ich gespielt habe, war: Krieger oder Druide, was ist besser? Wie du möchtest, lieber Mirko, ich glaube, wenn du Druide spielst, bist du ein wenig vielseitiger, weil du dann eventuell auch heilen kannst, falls es mal mit Heiler eng ist. Beim Krieger bist du ja festgelegt auf DD oder Tank. So, huhu, ich bin's, Jeanette. Warte mal, jetzt machen wir mal Moment. So. Ich schau mal, ob ich dich einladen kann. Du musst halt auf dem Server sein. Ist klar. So, Gildenmitglied hinzufügen. Dracker wurde nicht gefunden, kommt dann da. Ich glaube, du musst im Spiel sein. Ich glaube, du musst im Spiel sein, auf dem Server. So wird ein Schuh draus. Anders geht's nicht. Wenn du mich nur über die App anwisperst, kann ich dich, glaube ich, nicht in die Gilde einladen. Das ist bei Classic leider so. Ich glaube, das wird sonst nichts. Ihr müsst einen Char machen. Ich heiße Kolda eingeben. So heißt der Char. Ach du Scheiße. Dann komme ich als Druide. Sehr gut. Mirko kommt als Druide. Und jetzt habe ich die tolle Aufgabe. Ja, ich habe schon gesehen, mit Dach über dem A. Das ist jetzt wieder so ein kleiner Intelligenztest, Freunde. Moment. Also soweit ist klar. Und dann, Moment, wo ist jetzt das scheiß Dach? Wo ist das blöde Dach? Ach, hier. Jawohl. So. Da steht jetzt, Kolda gehört bereits zu einer Gilde. Jeanette, du machst es mir nicht leicht, ja? Zuerst dieser Name, den kein Schwein schreiben kann, und dann bist du auch noch in der Gilde. Ach nee, jetzt bist du drin. Dankeschön. Na also, gut, Jeanette ist auch in der Gilde drin. Und wie gesagt, jeder, der möchte, kann sofort in die Gilde rein und kann auch mit mir spielen. Und dann läuft das. Druide-Tank ist sehr gut, wir haben einen im Raid. Also ich habe auch gehört, dass der Dudu-Tank ziemlich geil sein soll. Der Krieger ist natürlich eigentlich der Tank schlechthin. Aber ich glaube, der Druide steht ihm in nicht viel nach. Sagen wir es mal so.
Und du hast eben den Vorteil, dass du noch heilen kannst. Und dann sind wir ein wenig, da kommt der Sebastian angetrabt, schaut ihn euch an. und ihr seht auch an ihm, wir haben einen Gildennamen gefunden. Wir heißen jetzt, wir sind Ulinator. Das haben wir uns im letzten Stream gemeinsam überlegt. Ich habe dann nach dem Stream, das ist immer so in dem Moment, wenn man da mittendrin ist, geht mir auch immer so, wenn ich irgendwie einen Char mache für ein Spiel und böse Susi kann ich inviten. In die Gilde oder in die Gruppe? In die Gilde oder in die Gruppe? Das ist die Frage. Ich glaube mal, er meint die Gilde, oder? Ich weiß, oh, hier, der Sebastian will wieder mit mir handeln. So, handeln. Soll ich dich in die Gilde einladen, Mirko, oder in die Gruppe? In die Gilde, na also. Ich glaube, beim Sebastian ist wieder hier fetter Ping-Alarm. Dann lade ich kurz noch die böse Susi ein, neues Mitglied. So, annehmen. Ihr habt böse Susi aufgefordert, euch eurer Gilde anzuschließen und zack, handelt. Und meine Birne ist immer noch groß. So, und was ich jetzt noch sagen wollte, ich habe, wie gesagt, heute Nachmittag ein wenig gespielt. Für euch ist es wahrscheinlich nichts Besonderes, aber für mich halt schon ein bisschen. Und dann ist mir aufgefallen, und da muss ich echt euch ein wenig sorry sagen, wie wunderschön gerade dieses Gebiet hier ist am Tag. Das ist wirklich unfassbar schön. Ich habe zum Beispiel, ich kann es euch, glaube ich, mal zeigen. Ich habe eine Testaufnahme auch gemacht. Einfach, weil ich die Codierung testen wollte. Und da ging gerade, Moment, ich zeige es euch. Ich zeige es euch. Wir haben ja die Zeit. Wir haben ja die Zeit, Freunde. Es ist ja nicht so, dass wir uns hier groß beeilen. So, ich muss mal kurz schauen. Oh, jetzt sieht jeder hier fett mein Dings, so dass man es lesen kann. Aber da war ja jetzt nichts groß geheim. So, Moment. So, ich muss mal kurz hier den Sound ausmachen. Genau, das wollte ich euch zeigen. Hier, das wollte ich euch zeigen. Und da ist mir nämlich aufgefallen, wie wunderschön WoW ist am Tag. Schaut euch das an, das ist so eine Testaufnahme. Habe ich so ein bisschen gemacht, um nochmal Codierung zu testen. Da war der ein oder andere, war gerade online und hat mich dann angewispert, hat sich dann gefragt, wieso ist denn der jetzt schon da? Ich mache hier mal den Sound an. So, und das ist nämlich das Ding, und jetzt laufe ich gerade ein bisschen rum, da will ich das mit den Gräsern testen und das ist mir aufgefallen, wie unfassbar geil das hier aussieht. Oh Gott, das ist, so sehe ich am Tag aus, Freunde, wenn ich nicht gerichtet bin. Entschuldigung, wusste ich nicht. Und wie wunderschön das hier aussieht, Freunde, wenn hier die Sonne untergeht, ja, und wenn die Sonne scheint und wenn man in den Sonnenuntergang geht. Das ist wirklich unfassbar schön hier. Und das kann ich euch im Stream leider nie zeigen, ja, weil wir immer nachts streamen und dann immer diese Ansicht hier haben. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Schreck bekommen, weil ihr mich mal unfrisiert gesehen habt mit fleckigem Samstags-T-Shirt, Freunde. So, jetzt legen wir los. Jetzt muss ich erstmal, ich habe, glaube ich, zwei Quests, die der Sebastian auch hat. Schreibt doch mal kurz was in den Chat, ob ihr noch lebt oder ob ihr jetzt alle vom Stuhl gekippt seid. So, die beiden Quests haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Volksmiliz und Bruderschaft der Defias. Ich würde sagen, wir machen jetzt diese beiden Quests noch in Westphal, weil ich eben, weil man mich eben sehen konnte. Ich wusste das nicht, dass ich da kurz das Bild umgeschaltet habe. Ich mache immer bei Testvideos, mache ich immer Grimassen für die Kinder, um die zum Lachen zu bringen. Das macht dich umso sympathischer. Ja, das weiß ich auch. Es ist auch nicht so, dass ich mich jetzt tatsächlich schäme. Ich habe da auch kein Problem mit. Aber das kam gerade so unvermittelt, Freunde. Ja, ich wollte nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie... Aber es ist so, wenn ich Testaufnahmen mache,
Dann Dani meint, sie lebt noch und guckt mir ganz entspannt zu. Wenn ich Testaufnahmen mache für Streams und für Aufnahmen und für Kamera und so, dann mache ich, ich habe so viele Testaufnahmen, die kann man der Welt nicht zeigen, ja. Und da schneide ich immer Grimassen und mache irgendeinen Müll und rede totalen Bullshit, wenn ich so Tonhöhe und so auspegeln will und so. Und die zeige ich natürlich immer der Family und die liegen dann natürlich immer alle auf dem Boden. Aber wenn wir hier live gehen, ja, da muss alles perfekt sein. Ich habe vor dem Stream auch noch geduscht, ja. Und deswegen bin ich auch so schön frisiert. So, Freunde, jetzt machen wir die Quest weiter. Ich hoffe, der Sebastian weiß, wo wir hin müssen. Wir haben drei, wir haben hier in Westphal, haben wir zwei Quests. Wir müssen irgendwie ein paar fiese Typen killen. Die sind, glaube ich, irgendwo im Süden, glaube ich, oder? Schalte dieser Verbrecher im Namen der Volksmiliz aus. In Südwestfall, genau, das ist das eine. Und das zweite ist, begebt euch nach Seehain im Rotkammgebirge. Da verlassen wir dann das Gebiet. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal nochmal hier nach Süden, um diese Typen hier fertig zu machen. Und ich habe hier eine Anzeige Moonbrook. Was ist denn zum Geier Moonbrook? Warte mal. Ach da, das ist so ein Ort. Ich glaube, da müssen wir sogar hinlaufen. So, wenn du mal 100.000 Abonnenten erreichst, dann musst du als Special uns diese Ausschnitte zeigen. Das mache ich auch. Irgendwann werdet ihr das alles zu sehen bekommen. Es ist immer so ein bisschen so eine Sache. Jetzt kommt wieder ein bisschen Real Talk. Es gibt ja viele Sachen, die man machen kann als YouTuber und Streamer. Viele Sachen, die man machen sollte und auch teilweise, die man nicht machen sollte. Und es gibt so ein paar Dinge, die kann man erst machen, wenn man so ein bisschen größer ist, wenn man sie sich leisten kann. Ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn Leute so einen voll auf Real Life machen und so nach dem Motto, ich zeige euch jetzt mal mein Büro oder wie ich hier und so weiter, dann denke ich immer so, ja, wenn man noch so klein ist, das interessiert noch kein Schwein. Wenn man größer ist, dann habe ich diese ganzen fiesen Dinge noch auf Lager und das wäre in der Tat vielleicht, wir können ja mal so machen, wenn wir nicht 100.000 Abonnenten haben, sondern wir können das machen, wenn wir 1.000 Abonnenten haben, Freunde. Wir können das so machen, wenn wir 1.000 Abonnenten haben, dann haue ich mal eins von diesen Testaufnahmen-Videos raus. Und das, wo ich mit Oberkörper frei im Sommer sitze, das kommt dann bei 100.000, ja? Aber das kommt dann auf jeden Fall definitiv. Aber bei 1.000 haue ich mal irgendein anderes raus, was so leicht witzig ist. Die inneren Werte zählen mehr. Könntest dich auch mit einem Clownsperücke vor die Kamera setzen. Das machen auch viele. Oder mit einer Krone. Innere Werte sind das A und O, Freunde. Aber wenn jemand sagt, die inneren Werte zählen, dann hoffe ich natürlich nicht, dass die Dani das so meint, dass sie mich potthässlich findet. Das würde mich natürlich auch ein wenig... Was ist mit meinem Bären? Oh, mein Bär ist, glaube ich, hier... Ich muss mal kurz meinem Bären den Arsch retten. Oh, er ist schon tot. Ich habe es zu spät gesehen. Sebastian, warte mal. Mach du mal nichts, bitte. Okay. Ich muss mal kurz draufgehen. Man muss dich nur ansehen und schon lächelt man. Und nee, ist kein Schleim. Na wunderbar, liebe Jeanette. Das freut mich. Letzte Woche habe ich noch gedacht, du hast uns den Rücken gekehrt. Und jetzt ist schon wieder hier schön komplimentemäßig alles warm. Ich finde dich bärenstark. So muss es sein. Das passt auch auf jeden Fall. Bärenstark passt auf jeden Fall. Nee, aber das ist, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, eben wegen dieser ganzen Real-Life-Sachen. Ich stelle das immer wieder fest, dass ich schon so Sachen feiere, wenn jemand so... irgendwie so eine Instagram-Story macht, wie er gerade sein Auto wäscht und so. Aber wenn jemand 100.000 Leute hat, dann finde ich es cool, weil dann ist es irgendwo auch so ein Einblick. Aber wenn jemand irgendwie 100 Leute hat als Abonnenten, dann denke ich so, Junge, mach noch ein bisschen mehr dein Ding, ja, mach deinen Job noch ein bisschen länger und besser und dann kannst du dir solche hingerotzten Videos leisten. Zockerlogi ist da. Hallo Zockerlogi, schön, dass du da bist. Ich guck mal kurz, ob ich deinen Namen habe. Bevor ich mich hier wieder um Kopf und Kragen rede. Nee, Zockerlogi haben wir nicht.
Aber auf jeden Fall schön, dass du da bist. So, jetzt muss ich zu meiner Leiche rennen. Ich habe eben gepult. Ich hoffe, Skytox Gaming ist jetzt Follower. Hallo Skytox Gaming, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier bei uns im Stream. Du bist heute das erste Mal da. Ich habe deinen Namen noch nie gehört und auch noch nicht gelesen. Und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich mache jetzt für dich extra nochmal das Bild groß. Hier, schön, dass du da bist. Und ich begrüße dich. Ich hoffe, es macht dir Spaß. So. Ich glaube, mein Bär ist gerade draufgegangen. Snail G ist auch da. Hallo, Ulinatoren. Hallo, Gero. Hallo, Gero. Schön, dass du da bist. In 2 Wochen bin ich auf eurem Stand. Dann könnt ihr auf mich bauen. Ah, Mirko. Ich meine, du meinst jetzt den Level, gell? Hat einer eine Ahnung, warum ich seit circa 2 Tagen den Vollbildmodus nicht mehr nutzen kann bei WoW? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil ich spiele immer mit Fenster, damit ich mit der Maus zwischen den Monitoren hin und her wechseln kann. Das geht, glaube ich, bei Vollbild nicht. Bei Twitch? Vielleicht Browser? Vielleicht musst du deinen Browser updaten? Keine Ahnung. Das ist die App. Okay, da kenne ich mich nicht so aus mit der App. Wie guckst du denn? Guckst du mit einem Handy oder mit einem Tablet? Also was ich gesehen habe auf jeden Fall war, dass es ein Update gab bei Twitch. Es gibt eine neue Browser-App. Und es gibt auch, glaube ich, eine neue Handy-App. Und auf der Glotze eben sah es auch anders aus. Ja, ich glaube, es liegt... Oh, ich bin Level 19, Freunde. Feiert mich. Wenn alles gut läuft, werden wir heute im Stream Level 20. Hübsche runde Zahl. Ich versuche mal, dass wir heute zusammen Level 20 werden. Ich habe den blauen Balken, glaube ich... Wenn ich hier unten gucke, meine ich, dass ich die ganze Zeit mit Blau spielen kann... Das bedeutet doppelte Geschwindigkeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, es kann theoretisch sein, dass wir heute Level 20 werden. Und ich glaube auch, das liegt auf jeden Fall müsste an der App liegen. Ich habe heute was gesehen an der Glotze, da wollte ich... auch irgendwie den Stream aktivieren und das ging auch nicht mehr, weil sie auch auf dem Fernseher die App für Twitch geändert haben. Ich glaube, die haben eh einiges geändert. Es gibt jetzt auch irgendwie die Möglichkeit, Werbung zu schalten, sogar für Affiliates. Ich habe mir das aber noch gar nicht so genau angeguckt. Aber man sieht das jetzt immer öfter, dass auch so kleinere Streamer plötzlich so eine Werbeeinblendung haben. Das würde ich aber... glaube ich, jetzt noch nicht aktivieren, weil das so ein bisschen auf den Sack geht. Später natürlich schon, ja. Wenn da ordentlich Münze fließen würde, dann klar, wäre ich ja doof. Aber jetzt im Moment würde ich es noch nicht machen. So, Setchmo83 ist da. Moin. Hallo, Setchmo83. Ich weiß nicht, ob du schon mal da bist. Ich vermute, du bist ein neuer Zuschauer. Und Thomas gratuliert mir zu Level 19. Vielen Dank, Thomas, für deine liebe Gratulation. Oh, wir sind 37 Leute. Jetzt geht's aber mal richtig ab hier. Ich hatte letztens mal Werbung bei dir. Ehrlich? Dann, also ich habe es nicht bewusst aktiviert. Dann kann das sein, dass Twitch das automatisch macht. Also an mir liegt's nicht. Ich habe nichts geändert. Oh, die sind Level 17. Krasse Typen. So, wir müssen von den Typen noch 13 killen, aber das ist ja zum Glück nicht so eine Quest, nicht eine von diesen Quests, die wir die letzten 2 Streams hatten, wo man irgendwas aufsammeln muss. Das ist ja gerade in Classic voll die Seuche, weil das ja gerade in der Gruppe dann ewig dauert, bis man irgendwie das hat, was man braucht. Aber hier 13 Typen abknallen, das ist ja kein großes Problem. So, Grimboost Donnerbräu ist da. Ein netter kleiner Zwerg mit Glatze und rotem Bart. Und der will, Grimboost Donnerbräu will 5 Hopfen haben.
damit er sein besonderes Bier brauen kann. Ich glaube, ich hatte Hopfen im... Ich hab's verkauft. Ich glaube, ich hatte ein wenig... Nee, hier. Okraschote? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwie gesehen, dass ich schon Hopfen hatte. Aber ich vermute, ich habe es wieder verhökert, weil ich gedacht habe, ich brauche es nicht. Ich hatte... stört mich nicht. Mach doch an, wenn du das anmachen. Ist doch Geld für dich. Ja, gut, aber... Im Moment ist es ja eher symbolisch und im Moment ist es so, dass wenn ihr was macht, wenn ihr abonniert oder wenn ihr eine Spende macht und so, dann ist das so voll, das hype ich total und das ist dann, kommt dann so von Herzen. Aber wenn so zwanghaft Werbung geschaltet wird, dann wird das ja vom System gemacht. Jetzt kriege ich Durst, Hopfensaft. Ich hätte auch, Helen hat mir ein Malzbier gekauft, extra für den Stream. Und ich weiß nicht, ob ich mir das reinpfeife nachher. Muss ich mal gucken. Ich habe immer das Problem, wenn ich irgendwas mit Kohlensäure trinke, dann muss ich aufstoßen. Und wenn ich hier vor einem Kondensatormikrofon sitze, Freunde, dann seid ihr auf jeden Fall live dabei. Ich weiß nicht, ob ich euch das zumuten möchte. Ich habe irgendwas noch in der Leiste gehabt. Hey, der Sebastian, der macht ganz schön fett Schaden. Muss ich gerade mal sagen. Hat der heimlich gelevelt? Nein, hat er nicht. Er ist auch Level 19. So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Floki94. Hallo, lieber Floki. Schön, dass du da bist. Floki, glaube ich, auch einer von denen, die dabei waren, als wir die Gilde gegründet haben. Meine ich. So. Wir brauchen noch Straßenräuber. Die stehen wahrscheinlich wieder irgendwo anders rum. Und der Sebastian hat schon wieder voll Witterung aufgenommen. Emre01, moin Uli, heute habe ich mal besseres Internet. Sehr schön, das ist gut. Bist du zu Hause? Ich glaube, letztes Mal warst du, glaube ich, unterwegs, oder? Irgendwas war, glaube ich, letztes Mal bei Emre01. Letztes Mal war ich bei Oma. Bei denen ist es katastrophal. Na also, ich habe da nur 0,8 Upload. Bei Oma. Aber bei Oma ist es wahrscheinlich so, wenn die irgendwie ihre Nachrichtenseite oder das Fernsehprogramm öffnen kann, dann ist das für die schon voll in Ordnung. Ich habe heute mal wieder Star Citizen runtergeladen, das sind irgendwie 50 GB. Da stelle ich immer wieder fest, wie froh ich bin über meine Leitung, die ich hier habe. Das wäre früher in der alten Wohnung, ich habe ja noch gestreamt und YouTube gemacht in einer anderen Wohnung. Und da weiß ich noch ganz genau, da war das so, wenn ich da irgendwie ein Spiel runtergeladen habe, habe ich das morgens um 6 gestartet. Dann bin ich zur Arbeit gegangen und dann, als ich abends nach Hause gekommen bin, so um 7, da wusste ich dann, okay, jetzt muss ich noch eine Stunde warten, dann ist es endlich da. Und jetzt ist das so nach dem Motto, man wartet 15 Minuten und dann kann man loslegen, Freunde. So, Straßenräuber. Ich habe da CD Mobile runtergeladen, hat eine Stunde gedauert bei mir zu Hause, 3 Minuten. Ja, das hört sich jetzt krass an, das ist aber wirklich so. 3 Minuten und 60 Minuten, das ist ja Faktor 20. Bei mir, wenn ich das Internet hier vergleiche mit dem, was ich damals hatte, ich hatte damals irgendwie DSL 16.000, das war das schnellste, was es gab bei mir in der Gegend. Und mein Internet hier ist jetzt 40 Mal schneller. Das heißt, was früher 40 Minuten gedauert hat, das dauert jetzt 1 Minute. Das ist eigentlich der Unterschied, das kann man gar nicht fassen. Und im Moment ist die Leitung auch recht stabil. Wir haben ja ab und zu mal Probleme gehabt. Aber jetzt rennt wieder eigentlich alles total prima. Ich
glaube, die haben hier ein bisschen die Leitung aufgebohrt. Jetzt ist der, die Schwankung ist nicht mehr so groß wie früher. Früher hatte man so eine Schwankung. Zockst du eigentlich mal wieder Retail? Habe ich heute gemacht, witzigerweise. Zum Entspannen habe ich heute ein wenig Retail gespielt. Und zwar habe ich meine Halskette ein wenig gelevelt. Da gab es so ein paar Quests, so ein paar Artefakt-Quests, die ich machen konnte. Und die habe ich gemacht. Einfach, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann hatte ich irgendwie vor, ein bisschen zu raiden. Ja, dann habe ich mich so zum Spaß mal angemeldet für einen Raid. Und dann habe ich gesehen, dass es eine Stunde Wartezeit ist, weil alle Classic spielen, Freunde, und keiner mehr Retail spielt. Und dann dachte ich, naja, okay, gehen wir wieder raus. Ich hole mir bald wieder einen neuen PC, meiner ist ja kaputt leider. Ja, bei dir war es doch so, bei dir war doch die Grafikkarte, glaube ich, am Arsch. Und dann noch irgendwas anderes, oder? Zwei Sachen sind doch dein Headset und deine Grafikkarte, oder? So habe ich es in Erinnerung. Langsam spielen aber immer wieder mehr Retail, habe ich auch so den Eindruck. Ich glaube, dieser krasse Hype auf Classic, der ist jetzt schon wieder ein wenig am Abflauen. Und jetzt ist es so wie immer, jetzt trennt sich wieder ein wenig die Spreu vom Weizen. Am Anfang sind immer alle voll dabei und voll gehypt. Und die wahren Fans, die trifft man dann erst ein paar Wochen später. Das ist genauso wie bei Retail. Ich habe heute auch irgendwie festgestellt, dass ich plötzlich wieder Retail mit anderen Augen sehe. Jetzt, wo ich so viel Classic spiele, finde ich Retail eigentlich total cool oder auf jeden Fall cooler als vor Classic. Ich war so ein bisschen Classic müde. Oder so ein bisschen Retail-müde. Und jetzt durch das viele Classic-Spielen erstrahlt Retail auch wieder in einem ganz anderen Glanz. Zumindest was das Gameplay und so angeht. Das ist wesentlich, wesentlich bonziger als in Classic. Allein wenn ich mir überlege, wie schnell ich hier ins Gras beiße mit meinem Zwerg. Und mein Jäger in Retail, der kämpft irgendwie gegen irgendwelche Gegner, die dreimal so viel HP haben und tankt irgendwie jeden Damage total weg, als hätte er Panzerplatten an. Und hier der Zwerg, der kippt bei jeder kleinen Kacke sofort um. Wenn ich auch dein Level erreicht habe, kann ich mitmachen. Natürlich kannst du, klar. Jeder, der hier in unserem Levelbereich spielt auf dem Server, Dragon's Call sind wir, jeder kann mitmachen. Jeder, der will. Ich weiß noch, in dem Video meintest du bist sehr auf Crit aus. Genau, so ist es. Der Timothy ist jetzt Follower. Hallo Timothy, schön, dass du da bist. Warte mal, ich gehe mal kurz beim Sebastian auf Folgen. Und dann werde ich mal kurz mich ein wenig wieder um den Chat kümmern. Also erstmal der Timothy mit TH, der Timothy. Hallo Timothy, schön, dass du da bist. Guten Abend zusammen. Ich freue mich. Ein neuer Zuschauer, Freunde. Begrüßt doch mal alle den lieben Timothy. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht fragen, wie er in Wirklichkeit heißt. Ich vermute, der heißt auch genau so. Und jetzt begrüße ich mal alle Leute, die jetzt da sind. Das sind nämlich ganz schön viele, die ich noch gar nicht begrüßt habe. Oder ich guck mal kurz. Ace Dragneel ist auf jeden Fall der Konstantin. Der Timothy, Emre01, genau. Faster GRs der Hans, habe ich schon begrüßt. Ich gucke jetzt mal nur nach den Leuten, die mir neu vorkommen. Humax1107 ist auf jeden Fall neu dabei. Habe ich noch nicht begrüßt. Hallo lieber Humax, dein Hostmer Effle ist da oder Effi. Dann Kulma01 ist auch ein neuer Zuschauer. Hallo Kulma01, herzlich willkommen. Dann Master Kno ist da, ist auch ein neuer Zuschauer, herzlich willkommen. Dann S1 Facker war eben noch nicht da. Dann hier ein neuer Zuschauer, Tesa Muase. Aber wahrscheinlich spricht man das anders aus. Wahrscheinlich sagt man The Samuace, irgendwie so. Auf jeden Fall auch ein neuer Zuschauer, The Samuace. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dann Yesenia1990 ist noch neu dabei. Also nicht neuer Zuschauer, aber jetzt neu im Stream. Und Zockerloki habe ich ja eben schon Hallo gesagt. So.
Vollkommen richtig, genau. Der Timothy, ich habe es ja mir fast schon gedacht, der heißt tatsächlich Timothy. Emre nur eins, Uli, du bist echt ein sympathischer Dude. Mach weiter so, deine Streams und Videos kann man sich mega abends geben und entspannen. Das ist ja Sinn der Sache. Das ist genau Sinn der Sache. Ich habe immer, wenn ich mir früher, ich habe ja natürlich, als ich angefangen oder bevor ich angefangen habe zu streamen, habe ich mir natürlich auch was dabei gedacht. Das ist ja klar. Und das war so, mir ging es da immer so um die Gefühle, also nicht sexuelle Gefühle natürlich, aber so um das Wohlfühlbefinden, was ich selber hatte, wenn ich YouTube geschaut habe oder wenn ich Streams geguckt habe, ja. Und da ging es immer auch darum, ich habe das meistens geguckt, wenn ich irgendwie in der Falle lag oder wenn ich krank war sogar. Ich habe viele, viele Streams geguckt, wenn ich eine Grippe hatte oder eine Erkältung. Und ich mochte das immer total gerne, dass da jemand hockt und plaudert. Und genau das, das war klar, dass die Jeanette jetzt auf das Thema anspringt. Das war genau das, wo ich dann gedacht habe, das, was die mir geben, jetzt so als Streamer, das möchte ich irgendwie auch anderen Leuten zurückgeben. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich das gemacht habe. So, ich kann mir hier was aussuchen. Ich glaube, ich nehme hier die Schneide der Volksmiliz, oder? Weil Streitkolben und Zauberstab kann ich nicht Das liegt sehr benutzen. nah. So, die Kiste haben wir abgegeben. Ich glaube, aber eine Quest haben wir noch. Bruderschaft der Defias. Wir müssen nach Seenhain. Begebt euch nach Seenhain im Rotkammgebirge und dann haben wir die Sache mit dem Donnerbräu. Da müssen wir 5 Hopfen sammeln. Das kann sein, dass das wieder voll die fiese Sammelkacke ist. So, Huhu nochmal an alle, die gerade geschrieben haben, sagt der Timothy. Ich habe immer, hier Emre sagt, ich habe immer nach dem anstrengenden Arbeitstag abends beim Einschlafen deine Videos gesehen. Das ist wunderbar. Oder wie man es schreibt, so ähnlich schreibt man es. Ich glaube, nee, Jeanette schreibt man genauso. Kurz mal nach Essen schauen. So, Humax1107, moin moin, war schon öfters mal da, aber nur sehr unregelmäßig. Schaue gern mal rein, da ich WoW gern mag und dein Stream sehr entspannt und beruhigend zu schauen ist. Das ist schön, das freut mich. Ein schönes Lob, da sage ich ganz lieb, danke dafür. So, hast du das Vendor Price Add-on? Nein, habe ich nicht. Jetzt können wir eine Pause machen und danach dann die in der Deadmines-Gruppe suchen, meint der Sebastian. Ich guck mal kurz. Nee, Pause ist noch zu früh, Sebastian. Wir machen erst 49 Minuten. Das wäre zu früh für die Pause, weil wir haben ja auch ungefähr 7 Minuten Vorspann gehabt. Ich möchte nicht nach 40 Minuten den Leuten schon eine Pause zumuten. Immortal ist auch da. Namend Uli. Hallo, lieber Immortal. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, Sebastian, wenn du möchtest, wenn du jetzt ein wenig fußmüde bist, wir müssen ja, Moment, ich guck mal kurz. Wir müssen noch eine Sache hier machen. Wir müssen hier Hopfen sammeln. Ich weiß nicht, ob wir den Scheiß kaufen können. Für Todesmine bekommen wir doch eine Gildengruppe hin, würde ich auch sagen. Deadmines geht 2 Stunden. Ah, okay. Okay. Sollen wir das so machen, Freunde? Ich frage euch mal. Sollen wir jetzt eine kleine Pause machen und dann Todesminen? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Pause. Hopfen kannst du auch im AH kaufen. Okay, dann machen wir das so. Dann scheißen wir auf den Hopfen. Dann würde ich fast sagen, dann machen wir es so, wie Sebastian vorschlägt. Dann machen wir jetzt eine kleine Pause, 5 bis 10 Minuten, an die Leute, die jetzt neu dabei sind im Stream. Ich mache nochmal hier kurz mal das kleine Programm. Ja, also alle Leute, die jetzt neu dabei sind im Stream. So, damit ihr Bescheid wisst. So. Damit ihr Bescheid wisst. Also jeder, der neu dabei ist im Stream, ihr könnt mir jederzeit eine Freundschaftsanfrage schicken und zwar hier an Sentai-Raute2536. Das nehme ich im Stream sofort an und dann können wir gemeinsam irgendwie einen auf Gilde machen. Auf jeden Fall lade ich euch in die Lounge ein. Das ist das eine, was ich noch sagen wollte und an jeden, der jetzt neu dabei ist. Wir machen einmal in der Stunde eine Pause. Die geht ungefähr 5 bis 10 Minuten. Da könnt ihr euch was zum Essen holen, was zum Trinken.
Ich werde ein wenig meine Kehle ölen, ja, und vielleicht auch noch was trinken. Und dann bin ich aber wieder da. Haut auf jeden Fall nicht ab. Im Pausestream oder in dem Screen kann man hier den Chat weiterlesen, Freunde. Das heißt, ihr könnt euch weiter unterhalten und könnt euch austauschen und so weiter. Und das geht 5 bis 10 Minuten. Und ich habe auf jeden Fall jetzt jemanden überlesen. Und zwar die liebe Kati. Die Kati ist da. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nach oben scrollen. Wie lange sie schon geschrieben hat, wie lange ich sie überlesen habe. Ich glaube, sie hat, typisch Frau. Nee, 2 Sachen hat sie geschrieben. Okay, dann habe ich 2 Sachen überlesen. Und zwar hat sie geschrieben, Servus, dann irgendwie ein süßes kleines Viech, was winkt. Und dann, wie er mich überliest. Nein, Kati, ich habe dich gesehen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich würde mich jemand in die Gilde einladen. Pots mache ich sofort. Ich lade jetzt kurz noch Pots in die Gilde ein, Freunde. Und dann machen wir eine kleine Pause. Und dann danach machen wir die Todesminen. So, Pots, du musst aber natürlich auf dem Server sein. Ah, der Sebastian macht das immer. Ich wundere mich immer schon. Ich lad die Leute ein. Ich lade die Leute ein, dann steht dann immer, er gehört schon zu einer Gilde und zwar zu unserer, weil mir irgendjemand zuvor gekommen ist. Aber dann kann ich zumindest mal eines machen. Ich kann ja die ganzen Leute noch mal kurz befördern. So, auf jeden Fall, Potz wird gleich direkt Offizier und Kolder auch. So, und dann Bizeps-Kurti ist, glaube ich, schon. Sebastian auch. Potz jetzt auch. Und ich bin ja eh. So. Gut, Freunde. Dann machen wir jetzt ein kleines Päuschen. Kati holt sich noch ein Bier. Oder lasse ich sein? Nein, hol dir noch ein Bierchen. Und wir machen jetzt eine kleine Pause. Rennt nicht weg. Vielleicht knacken wir heute auch die 40 Zuschauer. Das würde ich echt richtig geil finden. Dazu ist aber wichtig, dass die Leute, die jetzt da sind, einer fehlt nämlich noch. Vielleicht haben wir es schon geknackt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, rennt nicht weg, Freunde, ich bin gleich wieder da. Wir sehen uns gleich 5 bis 10 Minuten und dann geht's weiter. Dann machen wir zusammen die Todesminen. Genau. Und wie gesagt, ihr könnt ja alles lesen. Also bis gleich. Tschüss. So, Pause und bis gleich. Ah, und jetzt sehe ich gerade, ich komme noch mal schnell zurück. Genau, hier Bronze Dad hat gerade noch geschrieben. Nee, Bronze Bad. Hallo zusammen, guten Morgen. Bin nur kurz da, ich muss um 2:30 Uhr wieder auf, bevor ich jetzt in die Pause gehe. Hallo Bronze Bad, schön, dass du da bist und schön, dass du Hallo sagst und bleib so lange, wie du kannst. Und ja, schön, ich wollte dir noch mal Hallo sagen, deswegen habe ich die Pause noch mal kurz unterbrochen. Also bis gleich.
So, da bin ich wieder zurück aus der Pause, Freunde. Ein bisschen kürzer, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir denn jetzt eine Gruppe zusammen für die Todesminen? Denn es gibt ja leider keinen Dungeon Browser. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir die Leute zusammen kriegen. Ich guck mal kurz in der Gilde, wie viele Leute da sind. Und auf demselben in derselben Ding spielen. Potts zum Beispiel. Wenn Potts Bock hätte mitzumachen, das wäre schon cool. Ich lade ihn mal in die Gruppe ein. Und der Mischni zum Beispiel, der könnte zum Beispiel auch noch online kommen, wenn er Bock hätte. So, und dann hat noch jemand gefragt. Hier, Floki hat gefragt, auf welchem Server spielt Uli auf Dragon's Call. Wir sind auf Dragon's Call. Das ist unsere Gilde. So, zockt jemand auf Lakeshire, fragt der Radek. Also ich habe mal auf Lucifron gespielt und jetzt auf Dragon's Call. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf Lakeshire sind. Und Timothy spielt No Retail. Classic ist für ihn gar nichts. Gehst in Suche nach Gruppe Chat. Okay, alles klar, machen wir so. Aber willst du, Mischni, willst du auch mitspielen? Wir haben einen Mage, wir haben zwei Mages und wir brauchen auf jeden Fall, ja, wir brauchen noch einen Heiler natürlich und einen
Ein Tank natürlich. So, Suche nach Gruppe. Welcher Chat ist das denn, der 2? Nee, ich gehe gleich auf und mache dann nur noch als Zuschauer weiter. Okay. Gruppe, allgemein, lokal, Welt. Wie geht denn hier der Suche nach Gruppe-Chat, verdammte Axt? Erstell mir auch fix einen auf Dragon's Call, sagt Konstantin. Und der Daniel ist da. Guten Abend zusammen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Ist schon jemand Level 60 und kann mir sagen, wo ich mit Level 53 am besten level? Ich glaube, im Chat 2 eingeben. Habe ich eben gemacht. Moment. Nee, in 2 komme ich gar nicht rein. Rechtsklick auf den Reiter allgemein vom Chat. Hä? Bin ich jetzt doof? Moment. Voice Chat? Nee, das ist was anderes. Du musst erst in den Einstellungen Channel 4 oder so joinen, also suche nach Gruppe. Moment. Hä? Nee, ich komme irgendwie, wenn ich Slash 4 angebe, kommt gar nichts. Oder muss ich das in den Kampflog? Ich schneide das gerade nicht. Mit der Maus in das Fenster des Chats. Bin ich jetzt blöd? In der Chatbox. Ja, ich habe aber nur allgemein. Ich habe nur allgemein, Freunde. Gruppenchat P, sagen, Gildenchat, schreien, flüstern. Wie ging denn das hier noch? Da neben dem Kampflog, der allgemein darauf rechtsklickt. Ah, Moment. Einstellung? Hä? Ah, Moment. Nee, das ist was anderes. Ah. Ich habe hier nur Handel, lokale Verteidigung, allgemein. Ah, beitreten. Ah, sehr schön. Also geht doch. Suche nach Gruppe, toll. Toll, toll, toll. Spitze. So, und jetzt? Aha, okay. Und jetzt muss ich nur noch den das Ding. So, Moment. Ah, hier. Jetzt geht's, glaube ich, oder? Todesmin heißt doch DM, oder? Dire Maul war das doch, oder? DM? Freunde, DM, ja, okay, also DM. Ich krieg in 4 nichts rein. Moment. Ah, sehr schön. Jetzt schreibe ich Depp auch noch DN. Genau. So, da spammt es zu sehr, extra Fenster. Okay, wie mache ich denn hier ein extra Fenster? Neues Fenster. So, oder?
Ah, jetzt habe ich's. Ja, jetzt, okay. So, jetzt mache ich den hier raus, oder? Und dann mache ich den hier rein. Jetzt habe ich es kapiert, Freunde. Jetzt habe ich es kapiert. So, und jetzt stellst du den neuen Fenster Suche nach Gruppe Chat ein und den anderen aus. Moment, Moment. Einstellungen. Channels. Suche nach Gruppe habe ich aus. Bei dem. Und den habe ich an. Ey, voll die Wissenschaft. So, Suche nach Gruppe ist der drin und der ist weg. So. So, sehr schön. Und jetzt müssen wir noch Leute finden. Könnt ihr auch mal in den Chat rein spammen, Freunde? So, Kack mir in die Hose ist jetzt Follower. Hallo, Kack mir in die Hose. Glückwunsch zu deinem coolen Namen und vielen Dank für deinen Follow. Freut mich sehr. Und jetzt werde ich mich mal ein wenig um die Karte kümmern, ja, nachdem ich hier rumgenoobt habe mit den Gruppeneinstellungen. So, muss ich LFG eingeben? Klar, ist klar. Nee, ich suche ja keine Gruppe. Wir müssen Member suchen. Wir haben ja eigentlich eine Gruppe. Wir suchen Member. So, genau. Westliche Pestländer. So, da siehst du schon, die suchen von anderen Spielern. Okay. Ja, DM soll das heißen, ist schon klar. So, Mage oder Hunter? Mage ist krasser, finde ich. Da Hunter mein Main ist, Hunter natürlich, meint Daniel. Mage macht halt mehr Damage. Stell dir bei Suche nach Gruppe Tab Flüstern aus, sonst hast du das doppelt. Hä? Wen darf ich anflüstern für Gildeninvite? Mich kannst du gerne anwispern. Warte mal, Flüstern ausstellen bei Suche nach Gruppe? Wie jetzt? Moment. Habe ich da noch was drin? Ach so. Suche nach Gruppe. Ah, flüstern auch noch aus. Sonst habe ich das doppelt. Okay. Das ist echt eine Wissenschaft hier, Freunde. Das ist ja echt total irre. Das hätte ich ja nie gedacht. So. Aber das ist jetzt alles richtig, oder? Ja, ist alles richtig, jetzt würde ich behaupten. Flüstern aus. Okay, jetzt müsste alles passen. So, Freunde, wen darf ich anflüstern für Gildeninvite? Konstantin, du darfst gerne mich anflüstern. Oder jeden anderen in der Gilde. Aber Ulinator, so heiße ich hier im Spiel, siehst du ja, mich darfst du gerne anflüstern. So, ich muss mal gucken, ob du überhaupt im Spiel bist. Aber anflüstern ist für mich wesentlich angenehmer, da muss ich nämlich nicht so viel nachdenken. So, wie kriegen wir jetzt Tank und Heiler für... für DM? Zum Glück kann ich hier das kopieren, ey, muss ich es nicht dauernd eintippen. So, wann darf ich jetzt auch endlich mal mit dir in eine Runde zocken? Sonst sind ja immer verschiedene Server. Bin in-game, jetzt kann ich auch mal mitmachen, sonst sind ja immer verschiedene Server. Okay, also jetzt lade ich auf jeden Fall in die Gilde ein. Ace Dracnil. So, in die Gilde einladen. Ja.
So, jetzt ist der Konstantin auch in der Gilde. Level 1. Sehr schön. So, Radek meint, ich möchte dir das Addon Prat ans Herz legen. Das macht den Chat übersichtlicher, meiner Meinung. Als es noch für den Chat keine großen nützlichen Addons gab, habe ich mir damals immer ein Tab gebastelt, in dem nur Flüstern-Chat war, um die Übersicht zu behalten. Das ist eine gute Idee. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall werde ich den. Nee, ach was. Den lasse ich so drin. So, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, jetzt warten wir einfach mal, was passiert, denn wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch einen Tank und einen Heiler, Freunde. Und dann können wir Todesminen machen. Was können wir denn tun, damit sich das ein wenig beschleunigt? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier die suchen, da suchen viele einen Heiler für Todesminen, zum Beispiel hier Helvir. Ich gehe erstmal ein wenig verkaufen. Uli wird keine Add-ons installieren, das kannst du vergessen, meint Daniel. Ja, Freunde, bei mir ist es so, es ist schon seit 15 Jahren so, dass ich versuche, WoW gänzlich ohne Add-ons zu spielen, einfach damit ich das pure Feeling habe. Und der ganze Käse, Kann der ich gehört euch jetzt helfen? natürlich dazu. Es ist zwar ein wenig aufwendig. Vierplatzbehälter. Mögen eure Reisen sicher Ich sein. könnte auf meinen Heiler umloggen. Das würde einiges helfen, glaube ich, Sebastian, wenn du auf deinen Heiler umloggst. Das wäre cool. Also wenn, Sebastian, wenn du auf dem Heiler umloggen könntest, das würde auf jeden Fall helfen. Aber ich glaube, einen Tank zu finden ist auch nicht besonders easy. Aber das liest doch keine Sau, oder? Jetzt mal ernsthaft. Also ich behaupte mal, das liest kein Schwein da unten. Das geht so schnell durch. Und ich glaube, die Leute sind das jetzt so gewohnt, dass es hier dieses tolle Tool gibt, da mit Gruppen zusammenstellen. Das liest keine Sau. So finden wir nie einen. Da können wir ewig und 3 Tage warten, oder? So, Kati meint, ich verabschiede mich wieder. Mein lieber Classic ist nichts für mich zum Zuschauen. Mach's gut, Großer. Dann schau doch mir zu, verdammte Axt. Oder unterhalte dich mit uns. Aber verstehe ich. Kein Thema. Ich glaube, das liest keine Sau. Suchen Spieler für die Schlacht um Darrowshire. Looking for Group Kloster. Das liest keine Sau. Keine Sau liest das. Du musst einfach präsent sein im Chat, immer wieder deine Anfrage posten. Okay, einfach spammen. Teilweise mehrmals hintereinander. Ach du dickes Ei. Gibt's eine Kathedralengruppe? Ja, die Kathi, es ist Samstagabend. Die Kathi geht jetzt nicht schlafen. Die haut jetzt noch richtig hier um die Häuser, glaube ich. Sie hasst nur Classic. Ja, sie mag kein Classic und sie liebt mich zu wenig, um wegen mir hier zu bleiben. Das merke ich mir, Kati. Öfter schreiben in 4 und in dem Gebiet, wo du bist, wo die Instanz ist, also im 1. In welchem Gebiet ist denn die Instanz eigentlich? Wo müssen wir hin? Lass uns doch einfach mal dahin gehen, wo diese Instanz ist. Ich glaube, das war damals so das Beste, was es gibt. Dass man einfach dahin geht, wo das Teil ist, da gibt es doch auch bestimmt einen Beschwörungsstein und da stehen ganz viele Leute auch so rum, die kann man dann anwispern. Du bist schon richtig in Westfall, okay? Südwesten? Uli, ich liebe dich, das weißt du, sagt die Kati. Na dann ist gut. Dann darfst du gehen. Dann entlasse ich dich in die Freiheit. Solange deine Gefühle für mich ehrlich sind, kannst du gehen, wohin du willst, Kati. So,
Was hast du gemeint, Hase? Helen hat gerade gemeint, jetzt ist gut mit Liebes, jetzt ist gut mit Liebesbekundung, Kati. Ja, jetzt ist Schluss. Helen hat es genau gehört. Die guckt auch den Stream übrigens. Und an alle Mädels, die mir jetzt hier Blumen zuschicken wollen, seid vorsichtig, ja? Helen geht in Rage. Der Radek meint gerade, du gehst in Rage. Und hier, Kathi schreibt gerade, uff, Helen. Ja, aber sie hat den Herz geschickt, Hase. Sie weiß, wer die Platzhirschin ist hier. Ich soll dir ein Herz schicken, Kathi, warte mal. Also dieses Herz ist jetzt, das ist jetzt ganz wichtig, ist nicht von mir, sondern das kommt von Helen, ja? Das kommt jetzt von Helen. Also nicht von mir. Das ist nicht von mir gewesen, das Herz, gell? Hase. Auch wenn ich es geschrieben habe. So, Freunde, wir müssen jetzt eine Gruppe finden. Und ehrlich gesagt, haut mich das so ein bisschen aus dem Spielfluss raus, Freunde, weil ich am liebsten einfach weiter questen und leveln würde. Und jetzt hier eine Stunde irgendwie auf dem Chat zu starren im Stream, bloß um zu gucken, ob da zufälligerweise jemand schreibt, dass er dann eventuell dann doch Bock hätte mitzukommen. Fuckt mich gerade, also nee, abfucken ist übertrieben, aber finde ich jetzt gerade nicht so ultra spannend. Also ich würde jetzt vorschlagen, wir questen hier weiter, ja, wir tun einfach so, als wäre nichts passiert. Wir laufen hier weiter wunderschön durch Westfall, weil das ist es, warum wir hier sind. Und ihr könnt ja nebenbei, Sebastian kann das ja machen und jeder, der hier mitspielen will, wer ist denn Pots nochmal von euch? Spammt ihr bitte mal in die Gruppe und versucht Leute zu finden. Genau, das sagt Mischni nämlich auch gerade. Kann ich einer aus deiner Gruppe die Gruppe voll machen? Das würde ich nämlich auch empfehlen, ja, weil das ist so ein bisschen, ihr seht schon, es überfordert mich auch ein wenig, jetzt hier zu streamen und gleichzeitig noch eine Gruppe voll zu machen, ja. Das ist mir zu viel. Das möchte ich delegieren, Freunde, ja. Dafür seid ihr da. Dafür habe ich eine Gilde gegründet, dass ihr mir diese fiese Drecksarbeit abnehmt. Und das kann ich auch von euch erwarten. Zum Beispiel hier von Gero. Ja, Gero bei mir in der Gruppe. Gero, such mal gefälligst, bitte, bitte, natürlich bitte, klar, bitte. Einen Tank. Wir brauchen einen Tank. Wir brauchen noch einen Tank und einen DD. Wenn du die Typen auftreiben kannst, egal wo, ja, ob du geh in die mieseste Kneipe, die du finden kannst und reiß da einen vom Stuhl runter, ja, solange der eine Knarre halten kann, ist der bei uns auf jeden Fall gern gesehen. Und wenn er irgendwie Plattenrüstung anhat und irgendwie halbwegs spotten kann, nehmen wir ihn auch gerne mit. Und auf jeden Fall hier mal hier so ein bisschen rumspammen. Ach so, was ich auch schön finde, ist mir heute Mittag auch aufgefallen. Guckt euch mal diesen Weg an. Wir sind hier offensichtlich auf einer Straße, aber die ist hier so richtig schön zugewuchert. Traumhaft, das gefällt mir. Das gibt es im Brachland nicht, Freunde. Da herrscht noch Zucht und Ordnung. In der Horde, da wird schön geguckt, ob hier das Gras gemäht ist. Aber hier bei der Allianz, da ist teilweise wirklich alles so, dass es schon zu spät ist. So. Gibt es ein Add-on, das mir die Quest anzeigt? Fragt Floki. Questi. Im Notfall mache ich beides. Sollte vom Level passen. Also, du meinst DD und Heiler? Ja. Also, du bist ja 38, gell? Für dich sollte es ja wirklich, du kannst ja fast schon allein da durchrennen. Bei der Horde fressen die Tauren das Gras weg, genau so ist es. Aber dafür sind die Wege auch nicht so zugewuchert. Wie das hier aussieht, das ist wirklich, schaut euch das mal an. Das ist doch keine Straße hier. Das ist bei der Allianz eine Straße. Ich nenne das Urwald, ja. So, könnt mich auch adden und anflüstern, lad ich euch ein. Schneewittchen. Dracker. Hä? Aber du bist doch schon längst. Was meinst du jetzt mit einladen? Du bist doch, glaube ich, erstens in der Gruppe. Oder nee, in der Gilde bist du doch safe? Nee, immer noch nicht. Moment.
Bitte Headcrusher einladen. Ah, siehst du, da geht doch was. Aber hier, nee, das geht ja nicht. Die Jeanette ist ja Stufe 4. Das bringt nichts. So, ich soll Headcrusher einladen in die Gruppe. Mach das jetzt selber. So, wir haben Headcrusher eingeladen, genau. Ich geb mal Lead an Pots zum Anführer befördern. Genau. Das nämlich, ich muss nämlich hier auch immer am Mikro vorbeifummeln, wenn ich was tippen will. Bavarian Bandit fragt: In Retail spielst du Horde, Uli. Hast du da auch eine Gilde? Ja, da habe ich eine Gilde. Da habe ich eine mini-kleine Gilde, die ist schon uralt, die gibt es seit 15 Jahren. Es war damals eine legendäre Gilde, muss ich tatsächlich sagen. Da waren wir richtig weit vorne mit dabei. Und da haben extrem gute Spieler mitgespielt. Und die sind dann aber alle im Lauf der Jahrzehnte, muss man sagen, sind die dann gegangen. Und ich bin, glaube ich, der Letzte in der Gilde. Das heißt, es macht keinen Sinn, diese Gilde zu joinen. Und die hat den Namen PAX, P-A-X. Da ist aber keine Sau drin, nur ich. Und das ist auch wirklich nur für meinen Main, mit dem ich halt Videos mache und streame. So, Uli, die Alis planen einen Raid auf dich. Wie bitte? Ich bin doch selber Ali. Hans Oberland. So, jetzt werde ich erstmal gucken, wie hier alles neu dabei ist. Wir haben nämlich die magische 40 geknackt, Freunde. Erstmal vielen, vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt da sind, die offensichtlich auch neu dazugekommen sind. Freunde, schreibt doch mal alle ein Herz in den Chat für die ganzen lieben, netten, neuen Leute, die jetzt da sind. Und ich werde jetzt gleich auch die Leute mal begrüßen und auch namentlich mal vorlesen. So. Ich musste hier kurz einen Geier abknallen. Gartik ist jetzt Follower. So, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt werde ich erstmal gucken, wer alles da ist. Das sind jetzt so viele Leute, dass ich hier schon scrollen muss bei den Zuschauern. Und zwar erstmal, der liebe Konstantin ist da. Ace Dracneel, Angel of Light, Ask Nin. Banana Monkey ist da, wunderbar, der war schon ein paar Mal da und ist jetzt auch wieder da, der ist jetzt ein bisschen später zum Stream gekommen, Bavarian Bandit. Dann haben wir hier einen neuen Zuschauer, Bamblehuber, hallo Bamblehuber, herzlich willkommen hier bei uns im Stream und schön, dass du da bist, wunderbar. Dann Blade Runner ist da, auch ein neuer Zuschauer, habe ich noch nie vorher gesehen, auch ein cooler Name, Blade Runner ist ein geiler Film, schön, dass du da bist. Dann haben wir hier auch einen neuen Zuschauer, Zyka. Was? Zyka Nugget, okay. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bitte verbessern, wenn es falsch ist. Zyka Nugget, herzlich willkommen. Dann der Timothy ist da, Emre01 ist da. Dann hier ein neuer Zuschauer, Fatze79, auch ein geiler Name, Fatze79. Schön, dass du da bist. Dann Floki94 ist da, dann Gartek ist da, der hat, glaube ich, eben gefollowt. Dann Gympanse82 ist da, auch ein neuer Mann. Wunderbar, schön, dass du da bist. Dann Haldor09, auch ein neuer Zuschauer. Hans Oberland, auch ein neuer Zuschauer. It's Voodoo, auch ein neuer Zuschauer. Unfassbar. Dann der liebe Daniel, Loxia585. Dann Master Kno ist, glaube ich, auch ein neuer Zuschauer. Magneto22, ein guter alter Bekannter. Dann der liebe Mirko. Dann der liebe Mischni. Dann No Tits, No Fun 69. Geiler Name. No Tits, No Fun 69. Das muss ich zweimal vorlesen, Freunde. Mit diesem Namen, schon eine Ansage. So, No Tits, No Fun 69. Schön, dass du da bist. Dann Perturabo 86. Das ist der liebe Nico. Dann Raab 68. Radek PL. Radek ist da. Dann der Sebastian ist natürlich da. Ruki Zuki 1, 2, 3, 4, 5. Dann S1 Facker ist da. Ich glaube, da habe ich den Namen auch in der Liste. Ich habe eine Excel-Liste, Freunde. Da schreibe ich mir die Namen rein. Von den Leuten, die mir ihren richtigen Namen geben wollen. Und das wollte S1 Farker nicht, denn er steht hier gar nicht drin. So, dann Sebix182, neuer Zuschauer. Dann Schmopo No, das ist der Michael. Dann Skytox Gaming ist heute das erste Mal dabei. Guckt schon eine Weile zu und ist immer noch da. Scheint ihm zu gefallen. Das finde ich positiv, das freut mich. Dann der Gero ist da, SnailG, Sonnenschein72, die Dani. Dann
The Samurais war eben schon da, dann Tsubasa 2010, VNK, Würgeprotz, Winzok, Xefi, das ist die liebe Lars, Schneewittchen, das ist die Jeanette, dann hier XXX, Crystal, XXX, gerade jetzt zum neuen Breaking Bad Film, ein cooler Name. Und Zero Boyle macht den Abschluss, das ist der liebe Thomas. So, Freunde, jetzt habe ich alle neuen Leute begrüßt. Begrüßt doch mal die ganzen Neulinge. 44 Zuschauer, so viele habe ich noch nie hier gesehen. Wupp, wupp, wird immer größer hier. Blade Runner, deswegen der Nick. Und Gertek, moin alle. So, begrüßt mal alle netten Leute, alle neuen. Ich schreibe kurz ein Herz. So, wir sind, oh, wir haben eine Fünfergruppe voll. Wie geil. So, Uli, Gruppe ist voll. Basti ist auf dem Weg. Wie geil. Ey, wir haben nebenbei noch die Gruppe voll gemacht. Hey, das ist geil. So muss es sein. Ich kann hier sitzen und labern. Und ihr macht die Arbeit. So muss es sein, Freunde. Früher hat der Daniel alles alleine gemacht und der hat das alles fett ausgeglichen. Meine Inkompetenz und auch meine Überforderung zu streamen und gleichzeitig hier noch alles nebenbei zu regeln. Aber so ist es cool. Ich gucke hier wieder drauf. Headcrusher ist ein Nachtelf-Druide. Wir haben richtig eine richtig böse Gruppe. Oh, ich muss hier aufpassen. Die sind mir alle feindlich gesonnen. PS, ihr werdet auch gestreamt. Ulinator 71 auf Twitch. Oh, ich habe hier ein paar Leute gepult. Oh, ein paar viele. Ihr müsst mir mal kurz das Ärschchen retten, Freunde. So, mein Bär lebt noch. Oh, scheiße, ich poliere den Falschen. Nee, tue ich nicht. Ah ja, okay. Meinem Bär ging's gut. Ich habe gerade meinen Bären verwechselt mit unserem Tank. Ich war gerade ein wenig verwirrt, denn wir haben hier einen extrem coolen Tank. Einen Nachtelf-Druiden. Sehr schön. So, Headcrusher, ich weiß nicht, ob du im Stream bist. Ich weiß nicht, ob du im Stream bist, lieber Headcrusher. Falls nicht, Sebastian, bitte schreibe es nochmal, wie man uns findet auf Twitch. Und auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn du hier auch zuguckst, denn immerhin wirst du jetzt auch gestreamt. Floki meint, boah, ich liebe es, Samstag maßguck voll mit Kaba und dein Stream genießen, das ist wie Urlaub. Bist ein toller Streamer, Uli. Vielen Dank, Floki. Das freut mich total. Naja, als inkompetent habe ich dich nie angesehen. Eher als der gute Freund, den man auf Abenteuer mitnimmt und Spaß haben kann. Ja, ich weiß doch, klar. Ich hab's auch nicht so. Das weiß ich doch. Aber im Vergleich zu dir war ich extrem inkompetent. Und es ist einfach, Humboldt hat euch zu einem Duell herausgefordert. FU, ich mache doch hier keine Duelle. Ich helfe auch gerne, damit du nicht überlastet bist, wenn neue Leute kommen. Das wäre lieb. Und Hans meint, du bist die Härte, Uli. Ich hoffe, er hat das lieb gemeint. Ich habe den PC gewechselt, jetzt Laptop und Couch. Wunderbar. Mischni ist auch noch am Start und kann so richtig schön genießen. So, Freunde, wir können, glaube ich, in die Todesminen. Die Frage ist, wo geht's denn da jetzt rein? Würde mich mal interessieren, ob jemand auf meine Werbung im Einser-Chat hierher gekommen ist. Oh, hast du eine Werbung im Einser geschrieben? Sebastian, hast du echt Werbung im Einser gemacht? Das ist aber sehr dreist, gell? Das haben wir ein paar Mal gemacht in den Gruppen. Da hinten läuft Helen. Hase, geht's dir gut? Ja, bisschen besser. Darf ich von deinem Missgeschick erzählen? Dann kriegst du Herzen. Dürfen Sie lachen? Nee, da gibt's nichts zu lachen. Nee, ich muss jetzt euch kurz was erzählen. Helen meint, ihr lacht dann alle über ihre Blödheit, aber da gibt es nichts zu lachen. Helen hat sich, bevor der Stream losging, hat sie sich die Hand verbrannt, mit kochendem Wasser, als sie sich eine Wärmflasche gemacht hat. So eine Scheiße. Das war so 5 Minuten, bevor der Stream losging, oder ich glaube 10 Minuten, und ich habe das gar nicht so mitbekommen, und der tut richtig fies die Hand weh. Also, schreibt doch mal alle ein Herz für die liebe Helen und gute Besserung. Hier Radek meint, gute Besserung Helen. Dann Daniel meint auch, gute Besserung Helen und ein Herz. Die sind alle auf deiner Seite. Das ist auch voll rot, die Hand.
Das war nicht lange unter heißem Wasser, aber halt. Doch, es war schon eine Weile. Aber ach so, heißes Wasser. Heißes Wasser. Nein, es war nur kurz. War nur kurz. Hier, der liebe Hans, Faster GR, sagt auch gute Besserung. C4 schickt ein Herz. Oh. Snail G, das ist der Gero, schickt auch ein Herz. Dann der Mirko, der schickt sogar 5 Herzen. Oh. Und der Radek fragt vielleicht eine Salbe. Helen hat schon alles drauf, die hat schon Salbe drauf gemacht. Und die hat schon Dings und Bums und alles Mögliche drauf gemacht. Aber es tut immer noch weh, das dauert einfach eine Weile. Die Haut ist jetzt so ein bisschen irritiert. Und wegen der 44 Leute, jetzt sind wir wieder 39. Auf jeden Fall, wir hatten mal ganz am Anfang so eine Phase, da waren wir regelmäßig bei 40 und jetzt kommen wir endlich wieder dahin. Wir hatten aber teilweise sogar schon 68 und 70 Zuschauer. Das war aber immer dann, wenn wir geradet wurden. Das bedeutet, wenn irgendein anderer Streamer seine Leute hergeschickt hat, da hatten wir teilweise schon, glaube ich, so 70 Leute. Ich glaube teilweise auch schon mal 150, das war richtig viel. Aber so aus dem Stand für uns sind 40 Leute schon richtig geil. So, ein großes Herz für Helen, schreibt die liebe Dani. Und der Zeroboil sagt auch, gute Besserung, das ist der... Ganz liebe Grüße soll ich sagen, das ist der Thomas, sagt auch gute Besserung. Und der Sebastian meint, er kennt sich damit aus, Aloe Vera, wenn du hast... Wir haben keine da. Wir haben leider keine da. Ach, übrigens, wir haben eine Brandsalbe drauf gemacht. Und der Daniel meint noch, auch übrigens, Uli Blizzard hat vor einer Woche oder so bestätigt, dass die Horde die Vulpera, die Füchse, bekommt und die Allianz die Mechagnome. Wie ich es vor einem halben Jahr oder so gesagt habe, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da hast du recht gehabt. Ich weiß nicht, die Füchse, ob die so gut zu spielen sind. Von Desolus hierher ist halt echt der weiteste Weg. Ach, der ist noch gar nicht da, der Sebastian, oder? Deswegen können wir gar nicht anfangen. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso legen wir eigentlich nicht los? Ach so, weil der Sebastian noch gar nicht da ist. Ich denke die ganze Zeit, es geht nicht los, weil ich so viel laber. Nee, Helen würde gerne vor die Kamera kommen. Aber Helen hat heute auch einen super langen Tag gehabt. Und Mischni sagt auch hier, gute Besserung für Helen. Das wurde jetzt Zeit, dass der Mischni das schreibt. Aber der Mischni ist heute schon so ein bisschen am Chillen. Der sitzt schon auf dem Sofa. Zockt die Helen jetzt auch WoW, will der Radek wissen. Nein, noch nicht. Es ist auf jeden Fall fest geplant, ihr Chars gemacht. Aber es ist ein bisschen Vorarbeit und dafür müssen wir auch die Zeit finden. Helen muss erstmal lernen, prinzipiell zu spielen und dann... Helen muss erstmal lernen zu laufen, das wisst ihr ja auch aus eigener Erfahrung. Und dann muss sie lernen zu spielen und dann kommt ja der ganze andere Kack noch dazu, nämlich die ganze Technik hier zu beherrschen. Und die ist selbst für einen IT-Profi, wenn Helen IT-Profi wäre, selbst dann müsste man ihr das alles zeigen und sie einlernen und schulen. Also das kann sein, es wird auf jeden Fall gemacht, aber wir... können noch nicht so genau sagen, wann. So, es geht los. Die Todesminen, Freunde. Wir gehen in die Todesminen. Wir sind wieder bei 40 Leuten und wir gehen zusammen in die Todesminen. Wie ihr das von mir kennt, mache ich das Interface aus, damit wir das so richtig schön hier kriegen, ohne das ganze Zeug. Die Todesminen. Ich war, glaube ich, natürlich vor 15 Jahren hier drin. Das wäre lieb. Helen fragt gerade, ob ich was für meinen Hals brauche. Ich brauche ein Ziel. Geil, wir sind in den Todesminen. Ich freue mich, Freunde. Unsere erste Instanz. Kurze Frage noch. Keine Quest mehr? Tank oder DD? Okay, ihr klärt das ab, wer was spielt. Ich versuche nicht zu sterben. Das scheint hier eine Abkürzung zu sein. Ich hoffe mal, dass mein Bär... Ich schicke ihn weg. Ich schicke meinen Bären weg. Ich habe einen Elite-Typ am Arsch. Ich kann mich leider nicht totstellen, Freunde. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendein Elite-Typ hier angerannt kommt und alles mitpult. Jetzt rennt mein beschissener Bär dahin. Freunde, wir haben einen Elite-Typen. Kommt mal kurz her.
Der ist gerade unglücklicherweise gespawnt, als ich... okay. Es war nicht meine Schuld. Ich konnte nichts dafür. Er ist einfach so gekommen. So. Daniel meint, die richtige Fraktion hat sich Helen jedenfalls schon entschieden für die Allianz. Klar, natürlich. Daniel ist ja ein Fan der Allianz. Ihr wisst ja, ich habe mit meinem Main spiele ich Horde. Und ich spiele hier Allianz, weil ich halt offen und weltoffen und gewandt bin und auch mich auch immer wieder auf neue Dinge einlasse. Ja? Aber in meinem Herzen bin ich natürlich ein Ork. Aber ich muss hier offensichtlich die Kiste anklicken. Radek, meine Frauen sind da sehr flott. Meine Frau macht jetzt Progress. Davor hat sie nie ein Videospiel gespielt. Also ist es so. Ich verrate euch mal eine Sache. Helen spielt auch, aber das sind so Spiele, das sind so Sachen auf dem Handy. Und da spielt sie so, ich weiß nicht, wie heißt das Spiel? Ha? Also Helen meint, das Spiel heißt, keine Ahnung. Tomb Blast heißt das angeblich. Also auf jeden Fall, sie spielt das auf dem Handy. Und da ist sie, was warst du, Platz 3 weltweit oder was? Also die Gruppe, mit der Helen gespielt hat, die war Platz 3 weltweit. Und du warst aber nicht die Schlechteste, sondern eine von den... Und Helen war da weltweit bei den oberen 10. Also es kann schon durchaus sein, dass wenn Helen anfängt mit World of Warcraft, dass da ein Naturtalent auf die Welt einschlägt. Es kann alles sein. Es kann aber auch sein, dass das nicht so ist, weil sie selber sagt, dann könnte sie ja schon laufen und damit hat sie sich ein wenig schwer getan. Radek schickt ein Herz für Gin Tonic 1989, ist jetzt Follower. Hallo Gin Tonic, vielen Dank für deinen Follow. Ich habe mich vor einem halben Jahr mindestens genauso aufgeregt wie jetzt. Wahrscheinlich wegen den Füchsen, Ulle. Mischni meint, Uli, was ist los? Professional, please, Begleiterangriff first. Okay, ich werde mich jetzt auch auf die Sache hier konzentrieren. Wir sind in der Instanz drin, Freunde. Und ich werde mich jetzt konzentrieren. Gut, dass du es ansprichst. Kaum ist man mit Uli nicht mehr im Discord, vergisst er solche Dinge wie Begleiterangriff und richtige Rotation oder Skillung. Mach du mal Dampf. Wenn sie sich einloggt, kommt sie instant auf Level 60. So, Freunde, jetzt werde ich hier meinem Ruf gerecht werden als Top-DD. Und als absolut skilliger Jäger, der hier fast jemanden gepult hätte. Aber jetzt muss ich mich ein wenig konzentrieren, damit meine Gruppe das nicht komplett bereut, dass sie mich mitgenommen hat. Und ich bin ein wenig verwirrt, muss ich sagen, weil eben hier dieser Tank, den wir haben, genauso aussieht wie mein Pet. Ich brauche ein Ziel. Wir haben aber, glaube ich, einen Heiler, der Level 38 ist. Ich glaube, ja, genau, der Sebastian ist ja Level 38, also mit... An Heal sollte es uns nicht mangeln. Ich liebe das Geräusch, wenn Menschen Chars irgendwie ins Gras beißen. Finde ich total cool. Ich kann es leider nicht so hören. So, und dann, wenn es möglich wäre... Da wäre ich euch dankbar. Nicht so rushen, Freunde. Denn ihr wisst, ich muss ja hier nebenbei noch streamen. Und wenn ich mich kurz auf irgendwas konzentriere oder beantworte und ihr seid dann schon 3 Kilometer weg und ich stehe dann alleine im Respawn, da wäre das ein wenig ungünstig. Ich habe kein Ziel. Also lieber ein wenig langsamer machen. Ich möchte empfehlen, das Knurren des Bären auszustellen. Mischni, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Tipp. Das hätte ich jetzt
von vornherein selber auch gemacht. Ich habe eben noch gedacht, Mensch, das Knurren, das muss ich noch deaktivieren. Ist aber auch so eine Sache. Kommt jetzt der erste Boss? Jetzt kommt der erste Boss, oder? Okay, jetzt müssen wir uns konzentrieren, Freunde. Und wie gesagt, nicht so rennen. Nicht so Vollgas geben. Es sei denn, ihr wollt mich komplett überfordern. Oh, was hast du da? Oh, geil. Hä? Ja, warte mal, jetzt kommt der erste Bosskampf. Okay, wir werden gebufft. Helen hat mir gerade meine Lieblings-Anti-Halsweh-Milch gegeben. Van Cleef, gut zahlen für euer Kopfgeld. Ich würde behaupten, der Boss ist doch kein Problem, oder? Ich muss zuerst etwas analysieren. So. Hä? Das war doch nicht der Boss, oder? War das der Boss? Nee. Der Großknecht. Ich habe keine Ahnung, wer hier der Boss ist. Ja, du natürlich bei uns, aber hier in der Instanz weiß ich nicht, wer der Boss ist. Keine Ahnung. War das schon der Boss, Freunde? Kann ich noch nicht sagen. Nee. Ich muss näher ran. So, der tote Oger ist der Boss. Okay. Das war ja eigentlich relativ simpel. Unser erster Boss in Classic war das. Ich habe kein Ziel. Das lädt immer noch auf. So, was mich jetzt ein wenig gerade irritiert, ist diese ganze Kacke mit dem Begleiterangriff, dass der das nicht automatisch macht, aber ich glaube, das ist bei Classic so. Man muss, es sei denn, man macht sich ein Makro, oder? Aber schon ein wenig umständlich. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das vor 15 Jahren damals schon hatte, ein Makro für den Begleiterangriff.
So. Ich glaube, jetzt kommt schon der nächste Boss hier. Dieser Sägezahntyp. Dein Aspekt ist nicht an. Vielen Dank, lieber 1Samoa24, a.k.a. Moritz. Vielen Dank, Moritz, für den Tipp. Das ist das erste Mal, dass ich mit dem Char hier in der Inni bin, Freunde. Ich muss mich mit dem erst ein bisschen warm spielen. Also mit den Bossfights haben wir irgendwie, glaube ich, nicht solche Probleme, würde ich sagen. So. Ich glaube, ich muss mal ein wenig Mana recken. Habe ich irgendwas? Ah, cool. Ich sauf mich mal kurz voll. Radek fragt, Uli, wie bist du geskillt? Ich glaube, ich bin ein Beastmaster, würde ich behaupten. Das lädt immer noch auf. Ja, Tierherrschaft bin ich geskillt. Beziehungsweise auf was gehst du? Ja, ich glaube, ich bleibe bei Beastmaster, würde ich sagen. Ich habe früher immer Marksman gespielt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit Marksman gespielt, wenn ich es mir so überlege. Und dann irgendwann, glaube ich, mit BFA habe ich angefangen auf Beastmaster umzuskillen. Und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und das kann, ich vermute, ich werde in Classic bei Beastmaster bleiben. Aber ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich bin froh, wenn ich jetzt erstmal hier meinen Char überhaupt ordentlich gespielt bekomme. So Sachen wie welche Skillung und so. Wenn ich das normale Gameplay noch nicht so beherrsche. Von wegen Begleiterangriff und Knurren aus, da ist gerade die Skillung mein letztes Problem. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel.
Und was auch echt total ungewohnt ist, gerade wenn man ja den Jäger aus Retail kennt, ist diese ganze Sache mit der mit dem Mindestabstand, Freunde. Wenn man irgendwie ein paar Stunden Retail gespielt hat und dann wieder Classic spielt. So, seid ihr noch da, Freunde? Ein Jäger ohne Tier ist doch wie ein Mettbrötchen ohne Zwiebeln. Geht gar nicht. Also ich habe immer mit Tier gespielt. Es gibt im Prinzip in Retail ja die Skillung. Oder auf jeden Fall bei Legion war das so. Da konnte man... Da konnte man ohne Pet spielen. Das fand ich aber auch scheiße. Das habe ich nie gemacht. Und bei Marksman war das auch nie so, dass man ohne Pet gespielt hat. Man hat einfach mehr Damage gemacht als sein Pet. Während bei Beastmaster das immer so war, dass im Prinzip man ohne Pet im Prinzip aufgeschmissen ist, weil das eigentlich der Haupt-DD ist und die Angriffe im Prinzip den Damage des Pets nur unterstützen. Und das fand ich damals zu Classic-Zeiten blöd. Da habe ich gedacht, hey, ich bin der Typ mit Knarre. Ich will der sein, der hier den fetten Schaden macht und nicht mein Tiger. Und dann war das aber zu BFA so, vor ein paar Monaten. Da war der Beastmaster mit Abstand die beste Jäger-Skillung. Und dann hat mich der Daniel auch ganz lieb davon überzeugt und da habe ich einfach umgeskillt und mittlerweile habe ich mich einfach dran gewöhnt. Weil eine Zeit lang war der Marksman auch wirklich nicht so besonders toll zu spielen. Es gab doch zum Schluss von Wallace und Reno ein Talent, wo man mehr Damage ohne Pet gemacht hat. Genau, das war der einsame Wolf beim Treffsicherheitsjäger. Genau, und das hat mir aber auch nie gefallen. Also das habe ich nie geskillt gehabt. Weil ohne meinen Tiger durch die Gegend eiern, das wäre nicht in Frage gekommen. So, ich trinke nebenbei eine schöne Tasse für meinen Hals. Irgendjemand hat jetzt gerade Level Up, ich weiß nicht genau wer. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Nee, das war auch so, ich kann mich noch erinnern, das war bei Legion so. Da habe ich mal so ein Video gemacht über meine Skillung. Und das ist bis heute noch mein klickmäßig erfolgreichstes Video. Und da habe ich mal so ein bisschen die Skillung gezeigt, wie sie vorgeschlagen wird oder wie jeder sie macht und dann die Skillung, wie ich sie gerne spiele und da hat dann auch jemand dazu geschrieben, man spielt einsamer Bär. Ich glaube, das war zu Legion so als MM, da war einsamer Bär die beste Skillung und das habe ich aber immer abgelehnt. Hatte mein Bär Level Up? Ja, der ist jetzt Level 19. Cool.
So. Ich weiß nicht, ein paar von euch haben das Video bestimmt gesehen. Ich meine, Daniel hat es auf jeden Fall ganz sicher gesehen. Und das Video davor, was davor war, da hatte ich die Skillung, die sie alle empfohlen haben und so, und habe sie auch korrekt gespielt. Und das war vom Spielen absolute Scheiße. So, reich mit Juwelen besetzter Ring, 2 Beweglichkeit, Stufe 17. Ja, Headcrusher fragt gerade, ob er den haben kann, natürlich. Radek fragt, den Ring brauchst du doch als Need, oder? Kann sein, ja. Kann sein. Aber da ist es mir eher lieb, wenn jemand das Ding voll geil findet und haben will und so, dann... ich bin jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt brauche ich irgendwie Equip oder so. Und wenn sich jemand freut, dann erwärmt das mein Herz mehr als ein cooles Item, Freunde. Wenn ich Level 60 bin, da sieht es anders aus. Da würfel ich auf alles Bedarf. Da sacke ich alles ein. Oh, was ist denn hier los, ey? Das war ja eine ganze Horde von besoffenen... Da kommt irgendwann eine Patrouille von hinten. Ich habe das hier auch... Ich habe diesen Bereich hier auch, muss ich sagen, als relativ uncool in Erinnerung. Also, in Erinnerung ist jetzt übertrieben, ist 15 Jahre her. Aber hier ist irgendwas, was nicht so 100% koscher ist. Hier kommt auf jeden Fall gleich eine Tür. Ich glaube, das ist da sehr gefährlich. Ich brauche ein Ziel. Haben wir hier eigentlich eine Quest? Müssen wir irgendwas noch anklicken? Nee, oder? Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Immer der Sound, wenn die zusammenknallen. Herrlich, Freunde. So, ihr seid alle so leise. Wahrscheinlich schaut ihr voll gebannt zu. Ich meine hier. Ah, ich habe das Schießpulver. Ihr da, untersucht.
Geräusch. Ah, jetzt weiß ich, warum ich das looten musste. Ah, jetzt kommt das Schiff. Ihr habt eben gesagt, die Instanz geht 2 Stunden, aber ich glaube nicht, dass sie 2 Stunden geht, oder? Ich glaube, so lange ist es nicht. Ich glaube, jetzt kommt das Schiff und dann war es das doch. Also das Schiff geht schon eine Weile, das ist schon klar, aber Logo, wir haben natürlich den völlig immer hier, klar. Aber wir haben natürlich auch einen absolut geilen DD. Also dann sind die 2 Stunden, von denen ihr gesprochen habt, dann sind die im Prinzip inklusive mehrfach Wipen, oder? Früher sind wir hier, also es stimmt schon. Ich meine, dass wir hier schon früher öfter mal gewiped sind in der Instanz. Die war nicht ohne. Die war relativ heftig. Vor allem auch wegen der Menge an Gegnern. Ich glaube, das Problem damals war in erster Linie diese Menge an Gegnern, auch dass es relativ unübersichtlich ist mit den Gängen gerade eben. Und dann kam tatsächlich ab und zu mal eine Patt an irgendeiner Stelle, wo man nicht damit gerechnet hat. Die Start-Inni von der Horde im Brachland, die fand ich wesentlich angenehmer als diese hier. Mopono hat gerade abonniert. Vielen Dank für dein Abo. Moment, ich guck mal kurz, obwohl wir hier mitten in der Instanz sind, nehme ich mir die Zeit natürlich lieber. Michael, vielen Dank für dein Abo. Das ist wirklich super, super lieb. Hat mit Twitch Prime abonniert. Und während wir hier einen Boss haben, glaube ich, Mr. Smite, das ist, glaube ich, ein Boss, würde ich behaupten. Ihr Landratten seid sehr, und der hat uns jetzt gerade gestunt. Das ist zu weit entfernt. Hier, der Radek sagt, die Pets kommen in dieser Inni nach jedem Boss, ist mega mies. Eben, so ähnlich hatte ich das in Erinnerung. Also es ist irgendwie... Dieser Ort ist kein besonders angenehmer, cooler Ort. Jetzt lootet der Penner meine Kiste, die wollte ich gerade aufmachen. So ein mächtiger Streitkolben. Wer immer ihn sich krallt, gute
Guten Appetit, hätte ich jetzt gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Aber diese Musik finde ich geil. So, jetzt habe ich auch mal wieder Zeit, ein bisschen Interface ausmachen. Alles angucken. Nochmal schauen, habe ich genug Patronen? Jawohl, sieht alles gut aus. Mana ist voll, ich glaube, ich fütter mal den Bären. Hier, friss ein Toastbrot. Dann geht es ja auch prima. Und jetzt geht es auf dieses Schiff. Und ich glaube, bei diesem Schiff ist es jedenfalls so gewesen, dass das richtig viele Typen waren, die da rumhängen und das auch sehr, sehr enge da ist und gerade für einen Jäger das gar nicht mal so cool ist. Nein, jetzt muss ich nämlich aufpassen, dass ich keinen von hinten pulle. Aber ich muss ja auf Abstand bleiben. Da hinten kann ich noch was looten, Freunde. Den guten Leinenstoff. So. Und jetzt müssen wir hier wirklich uns schön konzentrieren, damit da nichts schief geht. So, gerade geht pennen. Gute Nacht euch allen. Bin mal weg. Und gute Nacht, lieber Radek. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Es war mir ein Vergnügen. Du hast es echt lange ausgehalten. Dabei ist es noch gar nicht so spät, ehrlich gesagt. 20 vor 1. Aber schön, dass du da warst. Du hast auch viele nette Sachen geschrieben im Chat und so. Es ist mir eine große Freude, dich zu lesen, weil du immer so lieb und freundlich bist. Und das ist immer sehr, sehr, sehr angenehm, dich zu lesen. Ich freue mich auf nächsten Samstag, dann bist du hoffentlich auch wieder da. So, ich brauche ein Ziel. Henk kriegt ganz schön auf die Mütze. Okay.
Irgendwie droppen hier nur Zauberstäbe und irgendwelche Streitkolben. Ich hätte gern eine fette, schöne Knarre, Freunde. Hey, ich hab doch gesagt, vorm Stream, vielleicht schaffen wir Level 20. Seht ihr das da unten? Wir sind ja fast schon durch. Ich glaube, wir haben, wenn ich das jetzt mal richtig überblicke, wir haben 80%, oder? Oder nee, 75% haben wir geschafft. Wir haben 75% von Level 20, haben wir schon. So, Boss rechts. Schön aufpassen, dass wir den nicht ranpullen. Irgendwann bekommst du deine neue Knarre, das hoffe ich. Ich weiß nicht, ob in dieser Instanz irgendwas Geiles für einen Jäger droppt. Wenn ihr es besser wisst als ich, dann gebt mir doch mal kurz einen kleinen Tipp. Hey, und ich würde wirklich sagen, wir schaffen hier ganz locker Level 20. Weil gerade eben hatten wir noch 5 Balken frei, jetzt haben wir nur noch 4. Das geht hier sowas von ratzfatz. Jetzt hat mich die Sau hier eingefroren. Ich kann überhaupt nicht auf Abstand gehen. Ich glaube, das ist schon der Boss. Na, okay. Dann will ich mal nichts sagen. Irgendwie ist es ein extrem beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, der Sebastian, der kann alles wegheilen. Klar, vom Heilen kippt der Typ natürlich nicht um und man muss auch dafür sorgen, dass der Tank die Akku hält. Das heißt, der Headcrusher spielt auch wirklich sehr, sehr gut, würde ich sagen. Wer ist denn eigentlich unser Tank? Das wird hier gar nicht angezeigt. Ich weiß nicht mal, wo unser Tank ist, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob Headcrusher tankt oder ob der Torwald tankt. Wer tankt denn eigentlich bei uns? Der Boss da drin im Haus, der Clef. Ich weiß gar nicht, wer tankt. Tankt hier der Paladin? Verdammt, ich achte da gar nicht drauf. Ich bin so damit beschäftigt, hier mein eigenes Ding. Der Bär tankt, gell? Na also, sage ich doch, der Bär, ich hab's doch gesagt. Soll doch mal einer sagen, ich hätte es nicht drauf. Der Bär tankt auf jeden Fall. Und wenn der nicht geil tanken würde, Freunde, das andere Bärchen tankt, genau, Blade Runner, vielen Dank. Übrigens, dein Name nach wie vor immer noch geil. Da hat sich meine Einstellung null dazu geändert. In dem Fall, Sebastian sagt auch nochmal, der Druide, ja, damit meint er wahrscheinlich den Bären. Vielen Dank, Freunde, das ist wirklich sehr lieb. Aber jetzt weiß ich es allmählich. Es ist vermutlich der Bär. Ich glaube, der Druide. Ich glaube, der Druide ist der, der tankt. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wo rennt mein Bär eigentlich lang? Und warum ist das Scheißviech plötzlich so riesig? Dabei war das der Dudu-Tank.
Nicht mein Viech. Narren, unsere Sache ist gerecht. Edwin van Cleef heißt der Typ. Die Bruderschaft wird siegen. Ich glaube nicht, dass seine Bruderschaft siegen wird. Was haben wir hier? Alles nur Gier. Oh, hier. Ein edler Gegner, gegen den wir hier gerade kämpfen. Ein Lump der Defias. Ein Lump. Was machen Sie beruflich? Ich bin ein Lump. Ich muss den gar nicht heilen. So. Das war schon wieder ein Bossfight, oder? Geil. Freunde, das flutscht hier. Und das ist das, was ich meine. Das hat... Oh, hier geht es ja noch weiter. Ich dachte, wir wären jetzt fertig auf dem Schiff. Ich schicke mein Bärchen mal wieder weg. Nicht, dass der hier wieder irgendwas pullt, was hier nicht her soll. Hier muss man jetzt echt aufpassen, sagte er und pullte. Boah, wie skillig ich den weggeaxtet habe, bevor ich in Akku-Reichweite gekommen bin. Da könnt ihr jetzt ruhig mal loben, Freunde. Das war schon sehr geil. Und die Stiefel des Affen, die kralle ich mir hier. Da würfel ich Bedarf drauf. Ich möchte nämlich mal ordentliche Stiefel haben. Ich finde meine Stiefel nämlich von der Optik her total scheiße. Wer holt das denn alles? War ich das? Nein. Das war ich nicht. Da bin ich komplett unschuldig. Da kann ich überhaupt nichts dafür. Das war vermutlich der... keine Ahnung. Ich schiebe es auf den Torwall. Ich behaupte, das war der Torwall. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit das da oben noch geht. Sorry fürs schlechte Akku-Halten. Nein, Quatsch, Mann. Ich habe eben schon gesagt, der Tank macht seine Sache auch wirklich ganz, ganz hervorragend. Machst du super hier, sagte ja Potz auch. Ich weiß es nicht, wie ihr hier im Spiel heißt, Freunde, deswegen sage ich das einfach mal so. Nein, der Tank macht das wirklich sehr gut. Ich bin wirklich happy. Klar, es ist eine Sache. Jetzt muss ich das tatsächlich noch schreiben. Sind wir fertig? Ist das Ding hier durch? Ach, wir sind fertig schon? Na, das war ja nüscht. Ich dachte, wir müssen hier unten noch alle killen. Das war ja toll. Mensch. Danke auch, wir machen noch die Quest draußen, wer mag. Würde ich auch sagen. Und dann machen wir eine kleine Pause. Das war wirklich eine geile Indie, da bin ich sehr, sehr happy. Hat Spaß gemacht. Natürlich ist es so, wenn man einen totalen Imba-Heiler dabei hat, der doppelt so viel Level hat wie man selber, klar, dann stirbt man nicht. Aber wie gesagt... der Heiler kann noch so gut sein, wenn man so eine Papiergruppe ist, habe ich auch schon gemacht, oder rennt mal mit einem totalen High-Level-Heiler mit und versucht mal jemanden zu beschützen, der Level 10 ist oder so. So jemand stirbt euch auch das ein oder andere Mal trotzdem weg. Also das ist natürlich ein Garant gewesen, dass der Sebastian mit seinem 38er dabei war. Aber wir waren auch nicht völlig nutzlos. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist ja wundervoll. Das ist ja wirklich wundervoll. Ein schöner Ausgang. Schön mit Blick auf den Leuchtturm. Ich würde sagen, Freunde, jetzt ist genau der richtige Moment. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier Pause.
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute, die jetzt in der Gruppe sind, noch bleiben. Und wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir haben, glaube ich, wieder jede Menge neuer Zuschauer am Start. Für jeden, der jetzt neu dabei ist, ich gucke mal kurz, ob ich ein paar neue Namen finde mit Leuten, die ich begrüßen kann, dann würde ich denen nochmal wirklich Hallo sagen. Zum Beispiel C77O ist definitiv ein neuer Zuschauer. Oder Gartek oder Hattori Hanzo, glaube ich, ist auch. Oder Helldragon1204 oder It's Voodoo ist auch ein neuer Zuschauer. Oder Sebix182. Hier, da gleich direkt der Follow. Man muss nur die Leute begrüßen, dann kommt direkt ein Follow rein. Oder TikTakMint ist auch ein neuer Zuschauer. Oder Tubi81 ist auch ein neuer Zuschauer. Oder XFire85. Das sind alles neue Zuschauer, die begrüße ich hiermit. Und an alle neuen Zuschauer, kurze kleine Info, haut jetzt nicht ab, ja. Hallo C77O, warte mal, ich würde behaupten, das liest sich so, das heißt Chetto. Chetto, hier XFire85 ist jetzt Follower, läuft doch. Man muss nur die Leute begrüßen, man muss nur sagen, Servus Jungs, ich sehe euch, auch wenn ihr nichts schreibt und ich begrüße euch trotzdem. Wen habe ich denn noch übersehen? Wo ist der potenzielle neue Follower noch? Fjallgar zum Beispiel. Der könnte auch followen. Ich glaube, der hat auch noch nicht gefollowt. Sebix182 hat er gefollowt. Silver5830 könnte auch noch followen, Freunde. XFire. Ah, wir werden sehen. So, auf jeden Fall an alle neuen Leute. Auch Chetto, ich glaube, die schreibt man so oder spricht man so aus. Wir machen einmal in der Stunde, mache ich eine kleine Pause. Hattori Hanzo, Hallöchen, bleib jetzt aber im Lurk und genieße. Ja, mach das. Mach das. Du hast gefollowt, lieber Hattori Hanzo. Du hast deine Pflicht erfüllt. Du hast auch geschrieben, du gehörst jetzt zu den Leuten, die followen und schreiben. Damit bist du schon ganz oben mit dabei. Jetzt kannst du wieder lurken. An alle neuen Leute, wir machen einmal in der Stunde ungefähr eine kleine Pause. Cello, um genau zu sein. Sieben. Ist 7 wirklich ein L? Ist das nicht ein T bei Leadspeak? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wenn du sagst, dass du Cello heißt, dann heißt du auch Cello. So, wir machen einmal ungefähr in der Stunde eine Pause. Nicht lange, 5 bis 10 Minuten. Da könnt ihr euch was zum Trinken holen, was zum Knabbern oder aufs Töpfchen gehen oder eine rauchen oder whatever. Auf jeden Fall geht das nicht lang, 5 bis 10 Minuten. Der Chat hier läuft mit. Ich mache aber einen tollen Pausescreen. Da könnt ihr euch weiter unterhalten. Zum Beispiel die Alteingesessenen können die ganzen neuen Leute begrüßen und fragen, wer seid ihr, was macht ihr hier, wie kommt ihr überhaupt dazu, hier aufzutauchen und so. Und ihr könnt trotzdem dann lesen, was hier steht. Und ich kann es dann auch noch lesen. Und in diesem Zusammenhang würde ich jetzt mal behaupten, dass ich jetzt eine kleine Pause mache und dann komme ich gleich wieder. Und wir sehen uns in 5 bis 10 Minuten wieder. Haut nicht ab. Nicht die Pause nutzen, um sich zu verpissen. Im Gegenteil, holt eure Freunde. Die sollen sich auch noch einloggen. Dann knacken wir heute noch mal die 40. Also bis gleich, Freunde. Bis dann. Tschüss.
So, Freunde, da bin ich wieder zurück aus der Pause. Ich habe ein bisschen schneller gemacht, damit das nicht so ewig lang geht und damit ihr nicht so lange warten müsst. Und jetzt müssen wir mal überlegen, ich muss mich erstmal einnorden. Auf jeden Fall, mache ich ja immer nach der Pause. Ich begrüße alle Leute, die jetzt noch da sind, mit Namen. Auch die Leute, die nur lurken wollen, habe ich volles Verständnis dafür. Schreiben ist natürlich wundervoll, aber lurken ist auch völlig okay. So, also 19Daywalker91 ist noch da, der liebe Sascha. Ace Dragneel ist noch da. Konstantin, wunderbar. Angel of Light ist noch da. Dann Arno Ironbane ist noch da. Wunderbar. Banana Monkey ist noch da. Bavarian Bandit ist noch da. Blade Runner ist noch da. Der Mann mit dem coolen Namen. Dann Cello ist noch da. Haben wir ja vor der Pause noch kennengelernt und begrüßt. Und er hat auch was geschrieben. Dann Suka Nugget ist noch da. Floki94 ist noch da. Gartek ist noch da. Hattori Hanzo. It's Voodoo ist noch da. Lordi86. Loxia585. Das ist der liebe Daniel. Magneto22. Der Mirko ist noch da, Mischni ist noch da, Raab68, der Sebastian ist noch da, Sebix182, Cheffi WoW ist noch da, Silver5830, weiß ich gar nicht, ob ich den eben schon begrüßt habe, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein neuer Zuschauer. Ich habe auch eine Wumme für ihn gelootet. Oh, geil. Ihr habt Zeug für mich, wie geil ist das? Die schreiben hier im Spiel. Dann Snail G ist noch da, der Gero Sonnenschein 72 ist die Dani, VNK, Virgo Protz ist noch da, der Jungfrauen Protz, Winzock ist noch da, Xefi ist noch da, ist der liebe Lars und Xfire 85 ist auch noch da. Wunderbar, wir sind noch richtig viele Leute für die Uhrzeit, das finde ich sehr, sehr geil. Und jetzt mache ich mal kurz hier das Ding nochmal groß. 4 Kartoffeln, 130489. Guten Abend, was gibt's hier? Hier gibt es Premium-Unterhaltung vom Allerfeinsten. Hallo, 4 Kartoffeln, schön, dass du da bist. Wir waren gerade in den Düsterminen, würde ich behaupten. Oder Todesminen. Und das war toll. Hier, was haben wir? Oh, Katzentransport. Danke für die Katze, Freunde. Das finde ich süß. Ich habe ein Haustier. Jeder, der mich genauer kennt, weiß, dass ich im wahren Leben Katzen nicht so viel... aber im Spiel ist es total cool. So, beschwört eure Katze. Wir haben jetzt eine kleine Katze. Kann ich die irgendwie treten? Wo ist sie denn jetzt eigentlich? Sie ist schon wieder weg, oder? Da ist sie. Der Bär, wenn der Bär mal Hunger hat, dann verfüttere ich einfach die Katze an den Bären. So, nein. Gartek, ja, ich allerdings nicht so wirklich aktiv, Level 22. Ach, da seid ihr noch dran. Und guckt euch mal an, meine Rucksäcke, wie voll die sind. Ich kann nichts mehr looten. Ein einziges Ding und dann würde ich schon hören, Inventar ist voll. Deswegen würde ich vorschlagen, wir brechen jetzt erstmal auf und Pott sagt Nein zu euch, auf keinen Fall. Nein, das ist natürlich alles nur Spaß. Das ist natürlich alles nur Spaß. Das ist eine sehr, sehr, sehr süße Katze. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie bekommen habe.
Das ist ein wirklich sehr schönes und niedliches, süßes Tier. Und wenn ich einen Wolf als Haustier habe, werde ich die Katze an ihn verfüttern. Nein, das ist wirklich ein ganz süßes Tier. So, Freunde, jetzt werden wir hier mal... Wir müssen unbedingt irgendwo hinrennen, wo wir verkaufen können. Und hier sehe ich auf der Karte so ein... Irgendwie so ein Durchgang zwischen den Bergen. Das sieht so voll... Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich denke, jedes Mal, wenn ich diese Karten sehe, muss ich dann denken, jetzt so ein bisschen Real Talk... habt ihr das früher auch gelesen? Ich habe früher total gerne gelesen Der kleine Hobbit und Herr der Ringe. Das waren so meine Lieblingsbücher. Und da waren immer diese supergeilen riesigen Landkarten drin, wo diese Berge auch so gezeichnet waren. Und die sahen wirklich genauso aus wie hier die Berge. Und das gefällt mir an WoW. Das ist auch so ein Grund, als ich angefangen habe mit WoW. Da hat allein die Karte schon total viel positive Erinnerungen geweckt in mir und auch ganz viel Good Vibrations gemacht, weil sie einfach so aussah, wie sie war. Gartek läuft hier mit Level 19 rum auf unserem Server. Ach nee, der hat eben gefragt. Ach, Venoxis, okay. Ich weiß noch nicht, ob ich mich langfristig mit Classic anfreunden kann. Meint Bavarian Bandit. Nee, auf Venoxis, okay. Da kann ich leider nicht mit dienen. Wir sind auf Dragon's Call. Also, okay, Zielfreunde. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich reparieren. Und ich glaube, der Sebastian, der hat jetzt sicherlich umgelockt. Nee, der ist noch da. Ist es der da vorne? Wo ist denn eigentlich Sebastian? Ist der schon vorgelaufen? Nee, der läuft da. Okay. Sebastian ist noch da. So. Ah, da ist der Sebastian. Okay, okay, okay. Gut, ich habe das Interface aus, Freunde. Wir halten uns jetzt hier nicht groß auf mit irgendwie Raufhändel. Mit irgendwelchen dahergelaufenen Lumpen. Oh, Cello ist auch Dragon's Call. Das ist doch cool, Cello. Den kannst du direkt, wenn du Bock hast, unsere Gilde joinen, wenn du noch keine Gilde hast. Beziehungsweise, wenn du möchtest, kannst du dir auch gerne einen Lowy hochzüchten und kannst dann mit dem in unsere Gilde eintreten und dann, wie du siehst, auch im Stream mit uns spielen. Das ist mein Angebot an dich. Ich finde, das ist sehr großzügig und so. Das ist eigentlich fast cooler als ein Lamborghini oder eine Yacht. Da würde ich an deiner Stelle nicht Nein sagen. Wir sind nur Level 19, also für einen Pro-Gamer ist das alles innerhalb von einem Tag zu schaffen. Hey, warum leuchtet eigentlich der Sebastian so toll? Hat der eine Laterne? Oder was hat der da? Hat der so einen Zauberstab? Das sieht wirklich geil aus, wie der leuchtet. Guckt mal hier, der macht da... Der erhält so richtig schön den Weg. Ich muss mal gucken, wo die anderen sind. Nicht, dass wir dem weglaufen. Sebastian, nicht so schnell. Nicht, dass hier unsere Kumpanen draufgehen. Sehr schön. Also ich bin wirklich begeistert. Wir haben die erste Inni in WoW Classic haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Und ich finde, das ist schon... Ist irgendwie schon ein cooles Gefühl. Da fühlt man sich so ein bisschen erwachsener. Man ist nicht mehr der kleine Zwerg, der in Sandalen durchs Gras stapft. Sondern man hat eine gefährliche Instanz gemeistert. Man fühlt sich jetzt irgendwie größer und mächtiger, wenn man hier heil rausgekommen ist. Im Gasthaus steht ein Händler. Ja, weiß ich, das stimmt. Hier bei der Späherkuppe, da habe ich auch die ganze Zeit immer ein- und ausgelockt. Da kann man verkaufen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Nicht, dass ich wieder irgendwas verkaufe, was wir behalten müssen. Da müssen wir eh ins Rotkammgebirge. Ach so, einen Hopfen können wir im Auktionshof kaufen. Genau, habt ihr gesagt. Erzählt mir von den Dungeons, Todesminen. Da kommen wir ja gerade her. Wir haben geöffnet. So, Gastwirtin Heather. Jetzt wirst du mir schön mein ganzes Zeug abkaufen und wirst mir einen hervorragenden Preis dafür machen. Nicht wundern, ich verkaufe den ganzen Stoff. So, Moosachat. Das ist ein Schwert. Zwei Beweglichkeit. Ich kann, glaube ich,
Muss ich mal überlegen. Schwert kann ich, glaube ich, macht eh keinen Schaden, oder? 9 pro Sekunde. Ja, nicht so viel. Aber Schwert habe ich noch gar nicht geskillt. Ich glaube, ich bleibe bei der Axt. Ich glaube, ich verkaufe das Ding. So, hier habe ich auf jeden Fall geile Stiefel. Auf die habe ich ja, glaube ich, Bedarf sogar gewürfelt. Das heißt, die behalte ich. Dieser Gegenstand startet eine Quest. Darf ich demnach auch nicht verkaufen? So, Flirsch den Öl haue ich weg. Rolle der Beweglichkeit behalte ich. Lederhose kann weg. Das kann alles weg. Der ganze Käse kann weg. Das ist ein grauer Stab, den will niemand haben. So, hier habe ich Banditenarmschienen. Die sind auf jeden Fall geiler wie meine. Die behalte ich. So, die kann ich noch nicht tragen, sind eh grau. Das ist ein Questgegenstand. Aha, interessant. Keine Ahnung, für wen ich das oder für was ich das. War mir jetzt gar nicht so bewusst. Ach so, das ist bestimmt für die Quest im Rotkammgebirge, okay. Und hier, das ist ja Wasser, was mir der... Aber das ist Stufe 5, das ist Stufe 15 Wasser. Das ist heftig. Warte mal, dann haue ich das weg. Das hat keinen Verkaufspreis. Okay, dann muss ich es eh behalten. Gut, und das kann ich, das ist auch ein Questgegenstand. So, dann ziehe ich die, ziehe ich die Stiefel an und die Armschienen. Siehe den Ehrenfreund. Und der Sebastian will eingeladen werden. Klar, den laden wir natürlich wieder ein. Der hüpft hier wieder rum. So, jetzt muss ich noch kurz meinen Bären füttern. Und dann ziehe ich mir erstmal hier die geilen neuen Klamotten an, die ich habe. Neue Stiefel und Armschienen. Meine Stiefel sehen ja total, total furchtbar aus. Ich muss mal gucken, wie die anderen aussehen. Aber diese hier, die passen irgendwie gar nicht. Und die sehen noch beschissener aus. Okay, herzlichen Glückwunsch. Und was haben wir hier? Hier haben wir Zigeunerbänder. Die sind bei meinem Glück jetzt wahrscheinlich rosa. Nee, die sind weiß. Das passt gut zu den fiesen roten Handschuhen. Wir können ja leider nicht transmoggen in Classic. Das heißt, wir müssen so rumlaufen, wie Mama uns die Klamotten morgens hingelegt hat. Und so müssen wir auch den ganzen Tag dann im Prinzip aushalten. So ist es halt. So, du bist schon fertig. Womit bin ich fertig? Seid vorsichtig. Der Sebastian schreibt mir gerade, ich wäre schon fertig. Warte mal, Rolle der Beweglichkeit, die mache ich jetzt. Ziel ist nicht im Sichtfeld, da muss ich mich wahrscheinlich... So, wunderbar. Jetzt bin ich auch noch gebufft. So, und Ottmar ist da. Moin, schreibt er. Hallo Ottmar, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich. Du bist ein neuer Zuschauer. Ich habe deinen Namen noch nicht gelesen bei uns im Stream. Herzlich willkommen hier bei uns im Stream und ich hoffe, es macht dir Spaß. Schön, dass du da bist. Ah, und der Sebastian hat mit Potz geschrieben. Okay. Schön, dass du da bist, Ottmar. Herzlich willkommen hier bei uns im Stream. So, jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt, wir müssen noch zweieinhalb Balken. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne Level 20 werden im Stream. Wir haben nicht mehr viel. Wir haben nicht mehr viel. Ich würde sagen, das wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir jetzt ins Rotkammgebirge gehen, oder? Hier die Quest, die wir hier haben. Wir haben eine Quest, die führt uns ins Rotkammgebirge. Und da würde ich fast sagen, da können wir dann weiterspielen, oder? Sehe ich das falsch? Oder sollen wir diese Elite-Quest machen? Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder ins Rotkammgebirge gehen oder wir können
durch das Algastor ins Sumpfland gehen. Sky Monty ist jetzt Follower. Hallo Sky Monty, vielen Dank für dein Follow. Die zwei Quests vor der Uni. Vor der Uni? Hä? Vor der Inni meinst du? Vor der Inni. Sind noch offen. Welche Quests denn? Welche Quests? Ja, ja, klar, aber welche Quests sind noch offen? Ach so, es gibt, glaube ich, eine, der Start in die Quest, gell? Hier, der da, nie abgeschickter Brief. Aber welche Quest noch? Ich habe nur eine. Kannst du mal die Quest teilen, Sebastian, die du meinst? Ich weiß nämlich gerade nicht, welche du meinst. Stormwind, nie verschickter Brief. Todesmine? Ja, aber welche Quest denn? Hätten wir deine Quest... Ah, hier. Gewerkschaftsausweis eines Minenarbeiters, habe ich aber keinen. Und das Abzeichen habe ich auch nicht. Hätte ich da was looten sollen? Ich habe doch eben gefragt, ob wir hier eine Quest haben und ob ich etwas looten muss, Freunde. Hast du schon? Nee, ich habe da 0 von 1. Oder habe ich das verkauft? Darf ich deine, eure Gilde joinen? Natürlich. Natürlich darfst du. Sorbas. Xfire 85. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz... Also erstmal Sorbas einladen in die Gilde. Was ist das für ein Name? Im Dach. Diese Quest musst du vor dem Instanzeingang machen. Aber da steht 0 von 1. Hätte ich in der Instanz... Sind außerhalb der INI. Ah, okay. Ich glaube, ich habe die nicht gemacht. Ich glaube, ich habe die nicht gemacht. Wir sind doch... Ich hab mich da doch mit euch getroffen und dann sind wir rein. Ich habe da irgendwie keine Quest gemacht. Das tut mir jetzt sehr leid. Sollen wir da nochmal hinlaufen dann? Warte mal, ich lade erstmal den Sorbas ein. Gilde. Neues Mitglied. So, wir haben ein neues Gildenmitglied. Komm mir einfach nach. Ja, komm, wir machen das so. Wir machen das so. Ich laufe dir einfach hinterher. Die haben wir nicht gemacht, gell? Darf ich fragen, auf welchem Server du spielst? Hallo, Mausi 117. Erstmal, hallo. Schön, dass du da bist. Du bist, glaube ich, eine neue Zuschauerin, würde ich behaupten, nach deinem Namen. Herzlich willkommen hier bei uns im Stream und ich spiele auf Dragon's Call. Wir spielen auf Dragon's Call, haben da eine süße kleine Gilde gemacht im letzten Stream. Und wenn du Lust hast, kannst du da auf jeden Fall mitmachen, wenn du ein entsprechendes Level hast, wäre es natürlich noch cooler. Wir sind so ungefähr um die Level 20, ja, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen und hier ist es auch alles sehr easy. So, der Potz kommt auch noch mit. Sehr schön. Sehr schön. Warum habe ich denn... Ich bin leider auf einem anderen Realm. Das macht nichts. Das kann vorkommen. Dann kannst du ja einen neuen Char oder... Nee, dann Tanz... Nee, ach was, Spaß. Wir haben am Anfang ja gedacht, dass wir nur zwei Server haben in WoW, gell? Wenn, habt ihr mal geguckt, wie viele es jetzt gibt auf Deutsch? Das sind ja mittlerweile 10, oder? Am Anfang gab es ja nur einen PvP und einen PvE, weil jeder gedacht hat, ja, spielt eh keiner. Und jetzt, schaut's euch an. Ich habe Knurren aus. Deswegen zieht der Bär hier nichts.
Wie großzügig. Muss ich jetzt hier die Typen looten oder müssen wir irgendwie... Müssen wir da rein? Wir müssen wahrscheinlich rein, oder? Ich würde auch eine erstellen, weil ich dich cool finde. Oh, das ist aber lieb. X-Fire 85, das ist aber sehr, sehr lieb. Dann auf jeden Fall, wenn du einen erstellst, dann bist du auf jeden Fall ganz sicher mit drin in der Gilde. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay. Ja, das tut mir echt leid. Ich habe aber eben gefragt, als wir hier drin waren. Du bist fast zum Eingang der Inni. Ah, wir müssen fast bis zum Eingang der Inni laufen. Okay. Wir müssen jetzt genau aufpassen, was wir hier machen müssen. Und ihr müsst mir auch genau sagen, was ich anklicken muss. So, der rennt weg. Aber davor links abbiegen irgendwann, okay. Ich brauche ein Ziel. Diese scheiß Mindestreichweite bei Classic, beim Jäger. Ich komme überhaupt nicht dazu, irgendwas anzugreifen. So, jetzt müssen wir hier wieder runterhüpfen. Ach, das war der Typ, der eben, als wir drin waren, gekommen ist und quasi alles gepult hat. Moment. So, mein Bär ist draufgegangen, aber ist mir auch gerade vollkommen wurscht, weil wir hier eh die ganze Zeit irgendwas pullen. So, X-Fire und Mausi wollen zusammen einen neuen Char machen. Das finde ich cool. Also wie gesagt, wir sind nicht, Sebastian ist leider auch drauf gegangen, wir sind noch nicht besonders weit. Wir sind gerade mal Level 20. Also das ist noch auf jeden Fall gut einholbar. Da ist noch gar nichts verloren. Und der arme Sebastian muss jetzt laufen. Hoffentlich ist es nicht zu weit. Oh, scheiße. Schaut euch mal an, wie weit der laufen muss. So eine Kacke. Aber wir waren eben... Also ein paar habe ich gepult, auf jeden Fall. Die gehen auf jeden Fall zu meinen Lasten. Aber das ist halt so, diese scheiß... Weit mit den kurzen Füßen, genau... Aber diese scheiß Mindestreichweite beim Jäger, die sorgt halt dafür, dass ich halt immer auf Abstand gehen muss. Und wenn ich dann nicht genau aufpasse, was hinter mir ist, habe ich halt sofort jemanden gepult. So, Gatik, ich werde mir auch gleich nochmal einen Twink auf Dragon's Call erstellen und bei Gelegenheit leveln. Das ist aber schön, das freut mich. Und während wir hier ein bisschen Zeit haben, während der arme Sebastian jetzt hier... Ah, der ist bald da, okay.
gucke ich noch mal kurz, ob wir irgendwie neue Namen sehen, die wir begrüßen können. Ob ich noch irgendetwas sehe, irgendeiner, der neu ist. Helldragon 1204, der war, glaube ich, eben noch nicht da. Also der war schon mal da, aber jetzt gerade eben noch nicht. Nee, jetzt sind nur noch Leute da, die richtig lange mit dabei sind und glotzen. So, Sebastian, sorry. Ich glaube, ich habe gepult. Guck mal, er setzt sich auch extra so hin, dass er mit dem Rücken... Er dreht mir so leicht den Rücken zu. Schaut's euch an. Das ist schon so... Hier ist, was macht er jetzt? Ja, hier ist schon so ein bisschen eine Wolke im Paradies aufgezogen. Das hat ihn schon jetzt gerade hart angeschissen, dass er draufgegangen ist. Und ihr wisst ja, ihr kennt das in Classic, da ist es ja immer so gewesen, dass der Jäger prinzipiell immer schuld ist. Aber man hat es auch nicht leicht als Jäger, das ist einfach so. Ach, der ist halt, gehört gar nicht zu uns. So, ich guck mal kurz, was wir bei der Quest überhaupt machen müssen. Ah, hier. Wir müssen Gewerkschaftsausweise finden und ein Abzeichen. Na toll. Bisher hat noch keiner von den Typen hier irgendwas von dem fallen lassen, was wir brauchen könnten. Ja, der Hunter ist immer schuld in Classic, dafür ist auch fast immer alles Hunter-Item in Classic. Das konnte ich jetzt noch gar nicht feststellen, ehrlich gesagt. In meiner ersten Instanz war für mich so ungefähr irgendwie gar nichts mit dabei. Aber ich habe natürlich auch immer schön den Vortritt gelassen, so wie sich das gehört. Aber eine dicke Karre zum Beispiel, Fehlanzeige. Oder eine neue schöne Axt. Die gab es irgendwie auch nicht. So. Oder mal richtig schöne Stiefel. Also ich habe zwar Stiefel gekriegt, aber halt keine schönen. Weil das auch keine Ghule sind. Hä? Keine Ghule? Das kapiere ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich ein Insider-Gag. Hier waren wir doch eben gar nicht, oder? Ich behaupte, hier waren wir gar nicht. Beziehungsweise wir sind hier runtergehüpft, glaube ich. Das ist ja die falsche Gruppe. Ich glaube, ich laufe den falschen Leuten nach. So, denen muss ich hinterherlaufen. Die gehören zu mir. Ihr kommt gleich dorthin, wo es Ghule gibt. Die müsst ihr killen. Ah, okay.
Ah, okay. Die Quest-Items, die du brauchst, bekommst du von Ghoulen, die in einer Ecke der Höhle rumlaufen. Alles klar, dann verstehe ich das. Dann verstehe ich das, Freunde. Da bin ich froh. Das bedeutet auf Deutsch, dass ich die eben auch nicht übersehen habe. Denn mit Ghoulen hatten wir es noch gar nicht zu tun. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Bisschen uncool ist natürlich, dass jetzt hier auch noch andere rumlatschen. Und bei Classic ist es ja nicht so, dass jeder alles looten kann. So, Sebastian will Lied zum Anführer befördern. Machen wir gerne. Aber es ist trotzdem eine sehr malerische und spannende Höhle, muss ich sagen. Ich mache mal das Interface wieder weg. Am liebsten würde ich ja so spielen, die ganze Zeit. Das wird irgendwann auch kommen. Ah, da sind Ghule. Okay. Das wäre irgendwie so der Traum. Alle Leute reden immer so von Virtual Reality und so weiter. Aber ich hätte gerne später mal ein Spiel, wo man gar nicht mehr groß Maus und Tastatur bedienen muss. Invitest du mich in die Gilde X-Fire? Schon wieder einer mit einem... Wartet mal kurz, Freunde. Ich muss ein neues Gildenmitglied einladen. So. Das wäre irgendwann der totale Traum, wenn man solche Spiele auch ein bisschen intuitiver spielen könnte. Somit, versteht ihr das? So ein bisschen so gedankenmäßig. So Mensch-Maschine-Integration und so ein Scheiß. Also zum Beispiel, man denkt, jetzt renne ich da hinten hin oder jetzt ziehe ich diese Attacke. Man denkt das und dann, wir sind Level 20, Freunde, geil. Wir haben geschafft, was wir wollten. Wir sind Level 20. Boah. Wir haben es geschafft. Das Ziel des, Streams ist erreicht. So, Level 20 in diesem Stream. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt ist für mich alles warm. Wir waren am Anfang Level 19. Ja, wir waren... Also klar, natürlich waren wir am Anfang Level 19. Das kommt ja vor 20. Aber wir waren am Anfang... Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Wir waren ganz am Anfang... von Level 19. Es war nicht so, dass wir die Hälfte von 19 schon hinter uns hatten, sondern es war wirklich so wie jetzt bei 20. Der Balken war im Prinzip fast nicht zu sehen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich das ganze Ding durchgespielt. Hattori Anso, Glückwunsch Uli, vielen, vielen Dank. Und auch der liebe Konstantin gratuliert mir und auch Blade Runner gratuliert mir. So, das ist wirklich cool. Also wir haben geschafft, was wir wollten. Wenn wir jetzt noch die Quest hier machen, dann ist es so das Sahnehäubchen. Und wir haben auch die erste Instanz gesehen. Das war wirklich sehr ereignisreich. Hier, und das nervt mich, dass ich hier schon... Okay, hier geht's. Ein 18er Elite-Skelett. Das ist echt Link. Ganz schön fiese Viecher laufen hier rum. Oh, Level 20. Da kann ich sicherlich auch wieder zum Lehrer gehen. Der liebe Hans gratuliert mir auch. Faster GR. Graz. Vielen, vielen Dank, lieber Hans. Das ist sehr... Ich konnte bisher... ich gebe mal kurz einen kleinen Zwischenstand durch. Ich konnte bisher noch nichts, aber auch wirklich gar nichts davon looten, was wir hier brauchen. Das ist wahrscheinlich so eine übliche Kill 100 Viecher und vielleicht bekommst du ein Ding. Yeah.
Das wäre mal geil, wenn hier so eine, so mit Level 20, wenn hier so eine epische Knarre plötzlich bei so einem Skillpunkt nicht vergessen, gelle? Oh ja, genau. Genau, genau. Ich habe 2 Talentpunkte, Freunde. Ach komm. Was machen wir da? Hier kann ich ja noch gar nichts machen. Erhöht die Gesundheit des Tiers. Aspekt des Affen drücke ich nie. Ja, komm, dann machen wir hier einen da so und dann einen so. Fertig. Boah, der Potz hat sich hier in diese Lore rein verkrümelt. Eine schöne Idee. Ich glaube, da hocke ich mich auch mal so dazu. Oh, das ist übrigens doch ein ganz recht ansehnliches. Das sehe ich jetzt erst. Die ganze Zeit sind wir in der Instanz unterwegs. Und jetzt ist das hier so ein süßes Ding. Aber ich glaube, die hat schon angebandelt mit dem Sebastian. Der passt doch optisch irgendwie besser zu ihr. Aber dafür habe ich den längeren Bart, Freunde. Guckt euch das an. Und ich finde, es wird doch überbewertet, dass der Mann größer sein muss als die Frau. Kann dein Bär bitte einen tanken, sobald wir gepult haben? Ja, selbstverständlich. Uli, mach doch nochmal kurz Pause. Ich hol dir noch einen Kaffee oder was auch immer in der Tasse war. Irgendwie tut es mir leid, wenn der immer in deine Tasse schaust und sie leer ist. Ach so, ja. Scheiß drauf. Darf ich fragen, auf welchem Server das hier stattfindet? Das hier... Oh, Moment. Das hier, lieber Hoden-Klobold, findet statt auf dem Server Dragon's Call. Genau. Und der Konstantin hat es auch schon beantwortet. Dragon's Call hat mir jetzt einen Twink bei euch erstellt. Er heißt Gartek. Na also, dann laden wir den doch mal direkt in die Gilde ein. Gartek, genauso geschrieben. Gartek. Zum Glück keine O's und keine Dächlein. Neues Mitglied. Annehmen. Peng. So, auf Kreuz den Bär. Okay, alles klar. Und Damage auf den anderen. Aber erst, wenn er hier ist. Hä, wenn wer hier ist? Das kann nur schief gehen. Der Ghoul. Ja, aber läuft der groß rum? Ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwie groß rumläuft. Ich habe eher das Gefühl, der läuft 2 Meter nach links und 2 Meter nach rechts. Der wirkt mir jetzt nicht so, als wenn der hier irgendwie groß seine Position so nachhaltig... Okay, also der soll jetzt getankt werden. Der greift gar nicht an. Moment. Okay, also wir haben jetzt... WD40 ist jetzt Follower. Hallo WD40. Vielen Dank für dein Follow. Super. Ja, das war doch gut. Aber ich behaupte jetzt mal, dass die Maßnahme so war jetzt gar nicht notwendig in dem Form. WD40, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei uns im Stream. Ich hoffe, es gefällt dir und du fühlst dich hier wohl. Das war auf jeden Fall eine coole Taktik. Aber die 2 Lappen hätten wir doch auch so alle gemacht, oder? WD40, gern, das ist schön. Er hat es auch noch gerne getan. Er hat nicht nur einfach so herzlos gefollowt, so nach dem Motto, komm, ich habe gerade nichts Besseres vor, ich follow dem Penner jetzt, sondern er hat einfach von Herzen, weißt du, so gerne. Er hat es gerne getan. Das ist wirklich gerne. So, soll ich den wieder... Diese scheiß Mindestreichweite. Kann ich noch nicht wirken. So. Von langer Hand geplant. Na also, ich hab's doch gewusst.
Der hat schon, glaube ich, vor 2 Wochen hat der WD40 gesagt, hey, an dem Samstag, da gehe ich bei irgendeinem Streamer rein und dann follow ich den einfach. Das ist mir scheißegal, was die anderen Leute da denken. Das finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Man muss da auch, wenn man sich das auch vornimmt, muss man es dann auch wirklich ausführen. Darauf kommt es halt aus. Hier, der Sebinator bekommt den Gewerkschaftsausweis. Ich habe noch keinen bekommen. Oh, warte mal. Dieser scheiß Minister, ich werde... Hier in dieser Höhle geht mir die gerade richtig hart auf die Eier. Also nicht nur ein bisschen, sondern so richtig, richtig heftig, weil ich muss permanent, muss ich irgendwo hinrennen, wo ich dann das Gefühl habe, scheiße, da kommt jetzt gleich so eine regespawnte Patrouille und die beißt uns dann alle in den Arsch und dann war's das wieder mit dem Ganzen. Blade Runner, mindestens RW-Löhl, dann geh in Classic mal mit einem Hunter ins Verlies, der erste Irre mit einem Hunter. Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist richtig heftig. Und dann, ich habe ja gesagt, dass ich heute, oh, ich habe einen Gewerkschaftsausweis bekommen. Ich habe ja gesagt, dass ich heute ein bisschen Retail gespielt habe, so ein bisschen und dann irgendwie mit meinem Hunter, der ist jetzt auch nicht so über immer, aber der ist schon geil, der hat irgendwie 330k. Schliebe FC ist jetzt Follower. Schliebe FC, vielen Dank für dein Follow. Der hat irgendwie so 330k und da habe ich irgendwie so Viecher platt gemacht. Die haben so 700, 800 und waren auch noch Elite und so. Und die haben voll auf den eingeprügelt und auf meinen Tiger eingehämmert und so. Und er hat keinen Damage gekriegt. Wie so ein Panzer. Und da ist nichts mit Mindestreichweite und so. Und hier? Naja, aber ich liebe Classic. Nur die Mindestreichweite war immer scheiße. Das war eins der Dinge, die an Classic immer blöd war. Und da war es auch gut, dass sie es weggemacht haben. So, Yesenia 1990. Hallo, hallo Yesenia 1990. Schön, dass du mal wieder da bist. Ich glaube, wir haben deinen Namen. Das ist die Vanessa. Hallo Vanessa. Schliebe FC, sehr gern Uli. Alte Hundelunge. Na also, der weiß, mit wem er es zu tun hat. So, jetzt werde ich wieder, wenn der Typ angerannt kommt, wird der Bär ihn tanken. Er kommt angerannt. Schliebe FC, gib mir mal kurz einen kleinen Tipp. Kennen wir uns? Ich habe einen Pilz bekommen. Also Vanessa kenne ich auf jeden Fall. Übrigens schön, dass du mal wieder da bist. Du warst ja schon, glaube ich, eine Weile nicht da, gell? Also ein wenig... Ah, und ich weiß auch, wer du bist. Warte mal kurz. Ich spiele zurzeit kein WoW mehr. Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe einen Verdacht. So, aber ich glaube, ich muss mich auch konzentrieren. Unabhängig von meinem Verdacht muss ich mich, glaube ich, auch konzentrieren. Aber Yesenia, du hast doch selber auch gestreamt, oder? Kann das sein? War das nicht so, dass du selber auch gestreamt hast? Oder verwechsel ich dich gerade? Wir hatten mal, glaube ich, eine... Nee, dann verwechsel ich dich. Okay. Wir hatten mal eine Weile eine Streamerin auch hier, die... Die hat sich immer voll super mit Helen unterhalten. Nee, wir kennen uns nicht. Okay, dann ist gut. Also, nicht, dass ich dich nicht kennen wollte, aber ich dachte wegen der Hundelunge, dass wir uns kennen. So, jetzt werde ich wieder den Rotkreuzfritzen tanken. Oh, zu dritt auch noch.
Dann sollten wir aber dem anderen das Kreuz geben. Ich werde den zweiten... Okay, gut. Oh, diese verfickte Mindestreichweite, ey. Das ist zum Kotzen. Bis ich mal anfangen kann, Damage zu machen, ist der schon halb tot. Und das war dann auch so, denn dann haben immer alle gesagt so, ein Jäger macht keinen Schaden. Ich bin mal im Lurk, Gatte, kein Problem. Viel, viel Spaß im Lurk. Renn nicht weg. Du bist ein Zuschauer, ja, eine Zahl. Eine zählende Zahl. Und selbst wenn du einschlafen solltest, lass deinen Rechner an. Mach ihn nicht aus. Nee, das muss man noch anders sagen. Das war jetzt ein bisschen doof. Also da er noch lurkt, hört er ja noch zu. Vermutlich wirst du jetzt lurken. Oh, ich bekomme ein Abzeichen. Ah, ich habe das Abzeichen. Ich brauche nur noch eins von diesen Dingern da. Vermutlich wirst du jetzt lurken, weil du jetzt chillen gehst. Ich glaube, du gehst jetzt chillen. Und das finde ich sehr schön. Muss ich auch nochmal sagen. Klar, das ist super geil, wenn Leute schreiben. Aber wenn Leute einfach nur zugucken, dann machen sie dabei meistens irgendwas Chilliges. Und das ist auch für mich eine sehr schöne Vorstellung, dass jemand zuguckt und sich dabei nebenbei erholt. Ich glaube, ich brauche noch einen von diesen Ausweisen. Versteht ihr, was ich meine? Also entweder jemand liegt schon gemütlich in der Falle oder lungert auf dem Sofa rum. Und es sind so die Momente am Wochenende, die man am meisten herbeisehnt, wenn zum Beispiel Montag ist und wenn dann jemand in so einem Moment sagt, jetzt gucke ich diesen Stream an, dann ist es gerade schön. Der Hans spielt gerade BFA. Oh, scheiße. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Diese scheiß Mindestreichweite, ey. Das ist halt auch richtig weit weg. Jetzt kommt er schon wieder. So. Aber ich glaube, jetzt schaffen wir es. Jetzt geht nur mein Bär drauf. Klar, der geht natürlich drauf. Weil er nichts kann. Weil es ein räudiger Classic-Bär ist, der nichts einstecken kann. So, jetzt will ich mal hoffen, dass wenigstens einer von denen, die uns hier fast alle gemacht hätten. Aber leider hat er immer noch nicht das gedroppt, was ich brauche. Ich brauche noch einen von diesen Ausweisen. Ich schaue mir deinen Stream an. Ah ja, genau, okay. Der Hans, der guckt, spielt BFA und schaut mir meinen Stream an. Und der Helldragon macht das genauso. Also meinst du Helldragon, meinst du damit lurken oder meinst du damit BFA spielen und Stream gucken? Ich glaube, du meinst das, gell? Ist dein Pet geskillt, beziehungsweise war es beim Lehrer? Ja, war ich. Also jetzt, seitdem ich Level 20 bin, noch nicht. Aber ich bin ja erst irgendwie seit 5 Minuten Level 20. Nee, aber das ist so, das ist schon ein süßer Bär, aber diejenigen, die
Vor Level Up. Ja, klar. Der hat alles gekriegt, was er braucht. Volles Programm. Meine Fresse, jetzt beruhig dich mal. Der ist immer noch sauer mit mir. Nee, aber die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, die vor allem auch meinen Main-Char kennen, das sind zu viele, das wird nix. Das sind zu viele. Da brauchen wir gar nicht anfangen zu kämpfen, ich mache es trotzdem, obwohl es keinen Sinn hat. Aber hier werden wir richtig schön auf die Schnauze kriegen. Vor allem der hier. Hallo, ihr Arschgeigen. Eure Mütter kochen absolut beschissen. So. Aber die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, mein Herz gehört natürlich meinem Tiger, den ich mit meinem Main-Char habe, den ich seit 15 Jahren schon spiele als Pet. Und das ist wirklich, wenn es darum geht, mein absolutes Ein und Alles, und der ist, ich weiß nicht, ob meine Liebe zu diesem Tier dafür gesorgt hat, dass ich ihn einfach immer total super behandelt habe, aber der hat definitiv, ich habe alle 4 Ausweise, geil, warte mal, ich glaube, ich habe alles, wir müssen da gar nicht hin. Dann lass uns rausporten. Ja, wir porten uns gleich raus. Und auf jeden Fall dieser Tiger, ja, ist auch mein Lieblingstier im echten Leben. Den habe ich in WoW immer geliebt und den habe ich immer... Guckt einfach auf die Webseite, guckt ihn euch an. Der ist auf zahlreichen Screenshots drauf. Und deswegen, bevor der damals, als ich Classic gespielt habe, bevor der gestorben ist, habe ich mich tot geheilt, ja. Da habe ich echt... Bin ich selber zum Feind hingegangen und habe mich killen lassen, bevor mein Pet drauf geht. Und diese, ich will jetzt nicht den Bären schlecht machen, aber wenn man einmal so ein Tier hat, in so einem Spiel, was man so vergöttert, dann, das kann man einfach nicht wiederholen. Versteht ihr, was ich meine? Man ist einfach ein treuer Kumpan. Genau, True Love eben, genau das ist es. Und die Leute, die eben nur mein Classic-Char kennen, schaut euch die Webseite an, da seht ihr das, und das ist wirklich echte Liebe. Und der hat auch immer noch denselben Namen. Das ist nur, einmal habe ich das Modell erneuert, weil mit Pandaria ein neues Tiger-Modell kam. Und da musste ich schweren Herzens wirklich den Tiger, den ich seit Classic habe, wegschicken. Und dann hat der neue aber genau den gleichen Namen bekommen. Und dann habe ich das aber verdrängt und habe mir gesagt, das ist nie passiert. Das habe ich jetzt nicht getan. So gemein bin ich nicht. So, ich kann mich hier weiter wiederbeleben. Bin hier aber umgeben von lauter... Was ist denn das hier bitte schön? Ach nee, das ist gar nicht hier, oder? Ah, zu uns. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, hey, leck mich am Arsch. So, dann porten wir uns mal direkt raus, oder? Porten? Oh Gott. Oh, fuck. Euer Begleiter ist tot. Ja, klar. So, jetzt können wir uns aber porten, oder? Das war nichts mit Porten. Wir versuchen es gleich. Aber
Also in dieser Höhle hier ist der Mindestabstand des Jägers ein richtig heftiger Abfang. Weil ich mindestens einmal dafür schuld war, bin, dass nicht genug Mana für eine Nahkampfattacke. WTF. Ich war mindestens einmal schuld daran, dass zumindest mal der Sebastian draufgegangen ist. So, aber jetzt können wir porten, oder? Komm, lass uns verpissen. Oh Gott, Mann. Ich verzieh mich. Wehe, hier kommt jetzt direkt einer. Er port sofort. Hey, der Sebastian. Sofort porten. So, Draklord01, Hallöchen zusammen. Hallo Draklord, schön, dass du da bist. Deinen Namen habe ich sicher. Du bist der liebe Jean-Pierre oder auch Alexander genannt. So stehst du in meiner Liste. Schön, dass du wieder da bist. Und Enzidele, warte mal. Den habe ich doch auch in meiner Liste, aber den habe ich noch gar nicht. Der Micha. Na also. Und der Hans ist auch noch da. Begrüßt mal alle ganz lieb den Jean-Pierre oder ich habe das echt so stehen. Alexander-Jean-Pierre. Begrüßt mal ganz lieb Alexander-Jean-Pierre, den lieben Draklord. Wir hatten heute schon das Vergnügen. Wo bin ich denn hier? Ich bin, glaube ich, in Ironforge. Ja, ich bin in Ironforge. So, jetzt werde ich erstmal meinen Bären füttern, damit der nicht hier wieder komplett ein langes Gesicht macht. Und der Potz verabschiedet sich. Vielen, vielen Dank, Potz, dafür, dass du da warst und dass du uns so lieb geholfen hast. Das war wirklich eine ganz tolle Sache. Ein Menschenmagier Stufe 22. Das hat uns auf jeden Fall auch geboostet. Ey, Mann, wie viel muss denn dieses Viech fressen, damit das wieder... damit der wieder gut drauf ist. Ich hau dem jetzt alles rein, hey. Zack, Eberrippchen. Eberfleisch, komm, friss dich voll. Hier, nochmal Eberfleisch, peng. Ist mir scheißegal. Und der Sebastian, der muss jetzt auch ins Bett. Und das ist jetzt auch ein gutes Stichwort, Freunde. Ich werde jetzt auch Haier machen, ja? Wir werden jetzt Haier machen, Freunde. Es war ein wundervoller Stream. Und wir werden jetzt, weil ich muss jetzt auch zum Lehrer. Ich bin jetzt Level 20. Es ist wieder jede Menge Kram, der zu erledigen ist. Deswegen darauf verzichte ich jetzt im Stream. Das mache ich wieder so als Fleißaufgabe vor dem nächsten Stream. Vielen, vielen Dank, Freunde, fürs Zusehen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich lese jetzt nochmal alle Namen vor, alle, die jetzt noch da sind und die zuschauen. Das sind echt wieder ganz schön viele. Vielen, vielen Dank. So, mit Namen natürlich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lieber 19, DWOKER91, das ist der Sascha. Vielen Dank, Ace Dragneel, das ist der Konstantin. Angel of Light, Banana Monkey. Haben wir den Namen nicht, aber vielen Dank fürs Zusehen. Dann Bavarian Bandit war heute da. Blackneck 000 war da. Neuer Zuschauer, gerade jetzt frisch reingekommen gegen Ende. Dann Blade Runner, vielen Dank dafür, dass du da warst. Dann Bofrost ist da. Auch ein neuer Zuschauer, auch gerade reingekommen. Kurz vor Schluss, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, Syka Nugget. Vielen Dank, Draklord01. Den haben wir auf jeden Fall. Das ist der liebe Jean-Pierre Alexander. Habe ich doch eben vorgelesen, oder? Genau. Wunderbar. Dann vielen Dank Emre01. Vielen Dank Enzidele. Das ist der Micha. Vielen Dank an FasterJR. Das ist der Hans. Vielen Dank an Fialga. Vielen Dank an Gartek. Haben wir da den Namen? Aber nee, den haben wir heute in die Gilde geholt. Vielen Dank an Hattori Hanso, vielen Dank an Helldragon1204, vielen Dank an Hetzmischnet, neuer Zuschauer, heute neu dazugekommen, war eben noch nicht da, ist auch erst gegen Ende. Vielen Dank, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Samstag, wenn du Bock hast. Vielen Dank an Host Mör Effle oder Effi, vielen Dank an It's Voodoo, vielen Dank an Legio678.
Das ist der Sebastian. Vielen Dank an Loxia5A5, das ist der liebe, liebe Daniel. Vielen Dank an Magneto22. Das ist der, der hat uns nie den Namen gegeben. Vielen Dank an den lieben Mischni. Vielen Dank an Rucki Zucki, das ist der Sebastian. Vielen Dank an Cheffi WoW. Vielen Dank an Sky Monty, vielen Dank an Snail G, das ist der Gero, vielen Dank an Sonnenschein72, ist die Dani, vielen Dank an VNK, vielen Dank an Virgoprotz, vielen Dank an Winzong, vielen Dank an Xefir, das ist der liebe Lars, vielen Dank an Xfire85 und vielen Dank an Jesenia1990, das ist die Vanessa, die ist immer noch da. Wunderbar. So, Freunde, jetzt mache ich auch Haier. Ich habe ein bisschen ein trockenes Mäulchen. Gute Nacht an alle und ein schönes Wochenende. Und Nacht-Uli war wie immer sehr unterhaltsam. Vielen Dank, Hans. Gute Nacht an alle. Schlaf gut, träumt was Schönes. Und an alle anderen, der Tag leuchtet schon. Ganz so schlimm ist es noch nicht, aber es war ein schöner Stream. Nicht ganz so lang wie die anderen davor. Aber immerhin über 3,5 Stunden. Wir haben echt viel erreicht. Wir haben Tubi81 ist jetzt Follower. Vielen Dank Tubi81 für dein Follow. Wirklich sehr, sehr lieb. Wir sehen uns das nächste Mal nächsten Samstag. Wenn du dich in der Zwischenzeit informieren willst, gilt auch für alle anderen Neuen. Schaut hier oben vorbei oder abonniert da auf YouTube. Ganz wichtig. Da kommen nämlich die ganzen Streams, die ihr verpasst habt. Und da könnt ihr euch auch so ein bisschen informieren. Was ist das für einer? Was hat der vorher gemacht? Und so. Das findet ihr alles da. Ich mache nicht nur Streams, sondern auch YouTube. Deswegen da müsst ihr auch vorbeigucken. So, Freunde, dann gehe ich jetzt auch schön pennen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank. Wir sind Level 20 geworden heute. Wir waren in der ersten Instanz. Das war wirklich sehr schön. Meine Schnauze ist jetzt trocken wie ein Haufen Sahara-Wüstensand. Und jetzt muss ich auch in die Haier gehen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und bis dann. Bis nächsten Samstag. Und tschüss, schlaf gut und ein schönes Wochenende noch. So, jetzt mache ich mit der einen Hand hier auf den Button, mit dem ich stoppen kann. Und ich winke euch noch zu, beziehungsweise mache diesen. Schlaf gut, Freunde, und bis dann. Tschüss.